Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 82 vom 14. Januar 2018. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Mikrofonen für euch, wie in jeder Woche, Philipp Banse und Ulf Burmeier. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Wochenrückschau auf die politische Lage in Deutschland und der Welt. Und es ist ja wirklich, wirklich eine Menge passiert in dieser Woche. Aber bevor wir hineingehen in unsere eigentlichen Themen, müssen wir zunächst mal Danke sagen. Denn Philipp und ich sitzen uns jetzt gerade nicht gegenüber, sondern wir sind zusammengeschaltet über einige hundert Kilometer, weil ich gerade auf Reisen bin. Und dass das, glaube ich, deutlich besser funktioniert als bisher, das verdanken wir euch, unsere Freundinnen und Freunden, die uns unterstützen, Philipp. Ja, genau. Also allen Spendern und Abonnenten an dieser Stelle herzlichen Dank. Wir haben ein bisschen neue Hardware gekauft für Ulf, ein kleines Thunderbolt-Audio-Device und ein ansprechendes Mikrofon, damit wir eben auch aus der Ferne oder über die Ferne, über die Entfernung hinweg möglichst gleich präsent hier rüberklingen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und an dieser Stelle auch nochmal, es ist mir diese Woche auch eingefallen, Dank dafür, dass ich mir jetzt mal Tage auch freinehmen kann, ohne dass ich da früher saß und dachte, okay, wenn ich mir jetzt für die Lage oder fürs Podcasten einfach mal den Tag freiräume, dann war das für mich de facto immer mit Umsatzausfall verbunden, weil ich andere Beiträge für Radioanstalten etc. einfach absagen musste oder nicht machen konnte. Und ich saß dann immer so da und habe es gerne gemacht, aber war immer verbunden mit auch, ja okay, jetzt fällt aber Geld weg. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und das ist echt ein richtig cooles Gefühl, wo ich einfach sagen kann, der Tag, den Freitag, den nehme ich mir jetzt. Und ist wie ein ganz normal bezahlter Arbeitstag. Und das ist eine richtig wunderschöne Sache. Und dafür bin ich extrem dankbar. Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Also ich merke das natürlich vor allem, dass Philipp jetzt deutlich mehr Freiraum hat, zum Beispiel um unser Pad schon mal vorzubereiten. Also wer schon ein bisschen länger dabei ist, hat vielleicht schon mal gehört, wie wir das erklären. Also wir hatten früher so ein Etherpad, heute ist es ein Google Doc, in dem wir die Sendung vorstrukturieren. Da schreiben wir die Überschriften rein und dann so stichwortartig Quellen und Stichworte eben, die wir zu den Themen sagen wollen. Die Sendung ist ja nicht geskriptet, also wir sprechen das quasi wie live. Wir schneiden das auch nicht, ja, wenn jetzt nicht gerade irgendwie ein Unfall passiert, keine Ahnung, irgendwer klingelt an der Haustür oder so. Normalerweise wird nicht geschnitten, aber wir bereiten die Sendung natürlich inhaltlich vor und das macht inzwischen Philipp ganz überwiegend, einfach weil er sich, wie er gerade schon sagte, jetzt dafür Zeit nehmen kann, dafür quasi auch bezahlt wird. Und ja, also ich finde, das ist ein ganz großer inhaltlicher Gewinn, dass er einfach jetzt diese Zeit hat und deswegen auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Ich denke, ich weiß nicht, ob er das sofort hört im Vergleich zu früher, weil wir uns ja auch immer schon Mühe gegeben haben, aber ich merke schon so, wenn wir dieses Pad durchgehen, dass die Sendungen einfach viel tiefer vorbereitet sind, so was die Fakten angeht. Insofern auch von meiner Seite vielen Dank. Es macht mir jedenfalls deutlich mehr Spaß, seit Philipp einfach so ein bisschen den Rücken frei hat. Wir fangen an natürlich mit den Sondierungsgesprächen. Die sind diese Woche zu einem Ende gekommen zwischen CDU, CSU und der SPD und die verliefen zunächst recht ruhig. Es sickerte relativ wenig durch und es wirkte alles ganz harmonisch. Es gab einen Leak, ne? Nämlich, dass das Klimaziel 2020 aufgegeben wird. Das ist schon vorher durchgesickert. Genau. Das war es dann auch im Vergleich zu den Jamaika-Verhandlungen war das relativ wenig. Bevor wir dann auf die Ergebnisse zu sprechen kommen, die jetzt ja vorliegen, noch eine kleine Korrektur. Wir hatten gesagt, Thomas de Maizière ist nicht mit dabei. Er war aber sehr wohl mit dabei. Sorry für diesen Fehler. Wir hatten das aus der Zeitung. Er ist quasi nachnominiert worden. Also war irgendwie nicht im Team drin erst. Aber so, ist jetzt halt dann nachgeguckt. Also er war jedenfalls mit dabei. So, die Gespräche sind Freitag abgeschlossen worden, nach vielen, vielen Stunden und intensiven Sitzungen. Parteivorstände von Union und SPD sprechen sich also für die GroKo aus und wollen das machen. Die SPD hatte immerhin ein paar Gegenstimmen, aber bei der Union war das einstimmig. Die Heute-Show sagt endlich wieder GroKo, never change a losing team. Ja. Das fand ich sehr lustig, ja. Auf Twitter ging es groß ab die letzten Tage. Seit Freitag die Ergebnisse so durchsickerten, gab es eine Riesendiskussion. Fand ich extrem spannend. Ich habe auch schon mal so ein paar Argumente auf Twitter getestet, die wir gleich in der Lage diskutieren wollen. Und das von der Heute-Show fand ich wirklich super. Never change a losing team. So, gut. Das heißt, der Stand ist, die Parteivorstände von den beteiligten Parteien sagen, ja, wir wollen eine GroKo, zumindest wollen wir in Koalitionsverhandlungen eintreten. Und nun ist die große Frage, was sagt denn die SPD-Basis dazu? Also es wird ja einen Parteitag geben, darüber abstimmen muss und nach Ende der Koalitionsverhandlungen, so sie denn
stattfinden sollten, soll dann auch nochmal, glaube ich, alle Genossen, alle SPD-Mitglieder über diesen Koalitionsvertrag abstimmen. Aber momentan geht es jetzt darum, ist das Ergebnis dieser Sondierungsgespräche so, dass die SPD, sprich der SPD-Parteitag, sagt, jo, das reicht uns aus, um in die Koalitionsverhandlungen offiziell einzutreten. Und wir sollten das jetzt, wir haben uns überlegt, wie detailliert machen wir das jetzt hier, aber wir dachten, haben uns versucht irgendwie vorzustellen, Lagehörer, Lagehörerin, am Ende der Woche schalte die Lage ein. Da, glaube ich, ist dann schon die Erwartung, einmal kurz zusammenzufassen. Und wenn es 10 Minuten, 15 Minuten dauert, was haben Sie denn nun auf Ihren 28 DIN A4 Seiten Sondierungsgesprächsergebnissen vereinbart? Und deswegen deklinieren wir das jetzt hier mal durch. Also erster Punkt ist Flüchtlingspolitik. Genau, da haben sich hat sehr deutlich die Unionsparteien und noch eindeutiger eigentlich die CSU durchgesetzt. Es soll einen deutlich schärferen Kurs geben in der Flüchtlingspolitik. Zentrale Entscheidung ist, dass Flüchtlingscamps eingerichtet werden sollen. Die hören in Zukunft auf den schönen Namen Anker, nämlich Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen, wenn es nach diesen Sondierungsergebnissen geht. Das bedeutet also, alle Menschen, die nach Deutschland kommen, werden zunächst mal nicht in Gemeinden verteilt, sondern in diesen Ankereinrichtungen kaserniert quasi, ja, untergebracht, und dort soll dann schnell entschieden werden, ob sie eine Bleibeperspektive haben oder nicht. Wie gesagt, grundsätzlich hatten wir das auch neulich schon bei der Gelegenheit dieser Studie von Christian Pfeiffer, dem Kriminologe aus Niedersachsen, besprochen. Grundsätzlich ist das eine gute Idee, dass man schnell entscheidet, ob jemand eine Perspektive hat in Deutschland und an dieser, sag mal, Vorentscheidung auch die Integrationsbemühungen ausrichtet, ne, damit man eben die Leute möglichst gut integriert, die wahrscheinlich auch bleiben können. Auf der anderen Seite ist es natürlich aus der humanen Perspektive schon hart, wenn dann Leute über Monate und Jahre unter Umständen in so einem Ankerlager bleiben müssen. Schwierig. Mit anderen Worten, muss man schauen, wie das dann, wenn es denn tatsächlich kommt, genau passiert. Das Zweite, was sie noch vereinbart haben, ist die sogenannte Obergrenze. Die steht als Wort Obergrenze, steht so nicht in der Vereinbarung. Aber ich sehe gerade, bevor wir da weitermachen, es muss halt wirklich schnell gehen mit diesen Ankersachen, ne? Das hatten wir eben auch nochmal gesagt. Genau. Also wenn es wirklich gelingt, die Verwaltung so aufzubauen, dass diese Entscheidung wirklich schnell und gleichzeitig aber auch valide gefällt werden, dann ist das nachvollziehbar. Ansonsten drohen diese Ankercamps, glaube ich, echte Pulverfässer zu werden, weil die sozialen Bedingungen dort scharf sind, weil ja auch, wie Herr Pfeiffer in dieser schon von dir zitierten Studie immer angemahnt hat, dass halt ein Problem ist, wenn Geflüchtete, vor allen Dingen Männer, über sehr lange Zeit quasi kaserniert gehalten werden. Das ist echter Sprengstoff. So, ja. Ne? Und muss man sich gut überlegen, wie sinnvoll das ist. Und auch für die Leute nicht gut. So, jetzt aber zur Obergrenze. Sie steht als solche nicht drin, sehr wohl aber mit den Zahlen, nämlich so wie das CDU und CSU ja vor der Wahl, glaube ich, schon vereinbart hatten, nämlich 180.000 bis 220.000 pro Jahr mehr sollen nicht nach Deutschland kommen. Und da sind sozusagen alle möglichen Wanderbewegungen schon mit einbegriffen. Wir hatten das damals auseinandergenommen. An der Bewertung hat sich eigentlich nichts geändert, weil völlig offen ist, wie das genau geschehen soll. Genau, das ist nämlich in der Tat völlig offen. Es ist auch völlig offen, wie das eigentlich zum Beispiel mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik vereinbar sein soll. Denn das Völkerrecht sieht eben bei Flüchtlingen grundsätzlich einfach mal keine Kapazitätsgrenzen vor. Insofern, das ist im Grunde so ein bisschen wünscht dir was, ne? Da wird wahrscheinlich vor allem auf Betreiben der CSU werden da Zahlen reingeschrieben in dieses Konzept, aber zur Umsetzung steht da gar nichts. Und also das ist aus meiner Sicht wiederum ein populistischer Punkt. Interessanterweise auch in den Kommentaren zur Lage wird immer wieder dieses Argument gebracht, eine Obergrenze sei doch eine total sinnvolle Idee. Und inzwischen bin ich so ein bisschen müde, da immer wieder drunter zu schreiben, nein, Leute, geht völkerrechtlich nicht. Das ist, also wir bemühen uns ja normalerweise, Kommentare nicht zu löschen, aber es gibt halt immer wieder so Situationen, und da schreiben Leute halt echten Quatsch rein, also wirklich, will jetzt nicht sagen Fake News, aber einfach faktisch unsinnige Sachen, und da bin ich immer in der schwierigen Lage, schreibe ich jetzt einen Kommentar drunter, schreibe zum 50. Mal, stimmt aber nicht, oder lösche ich es einfach raus, und inzwischen bin ich bei Kommentaren, die sonst keine weiteren sinnvollen Beiträge leisten, auch soweit es einfach zu löschen. Es tut mir so ein bisschen leid, ne? Eigentlich wäre es ja für die Diskussionskultur besser, immer nochmal ein Gegenargument zu bringen, aber wie gesagt, irgendwann kann man auch nicht mehr, ich muss auch irgendwie meinen Job machen, sorry. Okay, dann der sehr umstrittene Familiennachzug. Also diese Frage, dürfen Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz, die hier weilen, Familienangehörige nachholen?
Ja? Und wenn ja, wie viele? Momentan ist dieser Familiennachzug ausgesetzt, also ne, Familienangehörige Pause. Dürfen nicht nachgeholt werden. In dieser Studie, wie der Herr Pfeiffer sagt, eigentlich wäre das eine gute Idee, weil wenn Familien nachziehen, dann kommen häufig Frauen nach, die sind so ein bisschen, haben eine ausgleichende Wirkung etc., eigentlich einen ganz positiven Einfluss, auch unter Kriminalitätsgesichtspunkten. Aber das war extrem umstritten und die haben sich jetzt auf was geeinigt, Ulf? Ja, der Familiennachzug soll nicht, oder die Sperre soll nicht auslaufen, was im Frühjahr jetzt eigentlich der Fall wäre, ich glaube im April, sondern diese Sperre soll weitgehend aufrechterhalten werden. Sie soll nur ein ganz kleines bisschen gelockert werden, nämlich 1000 Personen sollen reinkommen dürfen pro Monat, was, wenn man sich überlegt, dass es typischerweise ja dann irgendwie um Familien geht, also das dann also pro Mann, der vielleicht schon hier ist, eine Frau und zwei Kinder kommen, bedeutet das also so für gut 300 Familien im Monat wird der Familiennachzug dann doch wieder ermöglicht, das aber auch nicht einfach so, sondern nur aus humanitären Gründen, was das im Einzelnen bedeuten soll. Und das, die Praxis wird dann sein, dass Zehntausende von Menschen weiter in irgendwelchen Camps sitzen oder vielleicht auch in irgendwelchen Wohnungen alleine sitzen und darauf warten, dass ihre Anverwandten einreisen dürfen. Und da kann man sich vorstellen, wie gut das für die Integration ist. Also ich finde, da passen so die Maßstäbe nicht zusammen. Wenn man halt sagt, man möchte natürlich, selbstverständlich eigentlich versuchen, die Menschen zu integrieren und man möchte natürlich auch nicht, dass die auf dumme Gedanken kommen, sondern dann aber zugleich sagt, du darfst jetzt nicht Familienvater sein, sondern du musst weiter als Single-Mann hier in Deutschland sitzen. Das passt aus meiner Sicht nicht so richtig zusammen, aber ich erkläre mir das so, dass da einfach weiter, genau wie bei der Obergrenze, oben auch Symbolpolitik gemacht werden soll, um, sagen wir mal, die AfD zu schwächen. Gerade der CSU ist das wichtig, weil ja in Bayern relativ bald Landtagswahlen anstehen und die CSU da extrem schlecht dasteht. Ja. Der Punkt ist bloß, diese ganzen, ich sage jetzt mal markigen Worte, der CSU haben sich jedenfalls bislang in Umfragen überhaupt nicht ausgezahlt. Ganz im Gegenteil, das ist derselbe Effekt, ne, der immer bei der SPD eintritt, wenn sie auf Law-and-Order-Politik machen. Die einzigen, die gewinnen, sind die Unionsleute, ne, denn denen nimmt man einfach am ehesten ab, Law-and-Order-Politik zu betreiben. Genauso ist es hier dann eben quasi ein Stückchen weiter nach rechts verschoben auch, ne, wenn die CSU versucht, harte Kante gegen Geflüchtete zu machen und die möglichst schlecht zu behandeln, dann stärkt das im Grunde nur die AfD. Und insofern kann man sich nur wundern, aber die, wie gesagt, Familiennachzug soll unter einer GroKo nach dieser Sondierung zwar ermöglicht werden, aber nur unter sehr engen Bedingungen. Genau, im Tagesspiegel schreibt noch, also die Voraussetzungen müssen, diese Ehe muss halt vor der Flucht geschlossen sein, es dürfen keine schweren Straftaten vorliegen, es handelt sich nicht um Gefährder und auch keine schnelle Ausreise ist zu erwarten. Nur mal, um das so ein bisschen einzuordnen, 1000 Personen pro Monat, also so im Rahmen der Jamaika-Verhandlungen kursierten so Zahlen wie 70.000 könnten nachziehen, wenn der Familiennachzug wirklich komplett freigegeben werde, bis zu mehreren 100.000, die da nachziehen. Also so richtig verlässliche Zahlen gibt es da nicht, aber so die kleinste, die damals kursierte, waren so 70.000, 75.000, wenn das wieder total liberalisiert wird. Jetzt sind es halt 12.000 pro Jahr, also ist es doch eine recht kleine Zahl, glaube ich, denen da der Familiennachzug gestattet werden soll. Ja, und das bedeutet halt, wenn wenn man mal abwarten will, bis alle Familien wieder zusammengeführt sind, dauert es nach diesen Plänen 10 Jahre und länger. Hm. Ne? So lange sitzen die Männer hier alleine. Herzlichen Glückwunsch. So. Gut, zu einem weiteren Thema. Die Steuer- und Wirtschaftspolitik ist natürlich auch ein ganz zentraler Punkt. Da hatte Philipp nämlich ganz interessant nochmal ein paar Zahlen zum quasi ökonomischen Hintergrund zusammengetragen. Wie stehen denn die Haushalte von Bund und Ländern eigentlich da im Moment? Ja, also das, wir hatten das schon mal darauf hingewiesen, es kam nur halt in diesem Jahr jetzt quasi der Rückblick für 2017 raus und die Prognose und da wurde einfach nochmal klar, wie gut es Deutschland momentan geht. Die Wirtschaft brummt, die ist gewachsen um 2,2%. Das sind sozusagen 8 Jahre Aufschwung im Jahr, also Bruttoinlandsprodukt. In Folge meinst du? In Folge, genau. Das sind also Bruttoinlandsprodukt, heißt, wie viel Waren und Dienstleistungen wurden denn so in Deutschland im vergangenen Jahr produziert und geleistet. Und das sind also 2,2% mehr als im Vorjahr und das ist schon sehr amtlich. Es ist so viel Leute beschäftigt wie noch nie, so wenig Arbeitslose wie noch nie, gut 2 Millionen, also wie, das heißt wie noch nie, aber wie seit der Wiedervereinigung nicht. Also die Wirtschaft brummt und Länder, Kommunen und Bund und die Sozialversicherer haben zusammen 38 Milliarden Euro Überschuss eingenommen und das deutet einfach nochmal darauf hin und hat mich nochmal zu diesem Argument gebracht. Wir haben dieses Geld, wir haben eine Menge Probleme, über die wir seit Jahrzehnten jammern
Und jetzt lasst uns endlich diese Probleme angehen, statt Steuern zu senken. Sprich, Schulen zu sanieren, Straßen, vor allen Dingen Schienen auszubauen, öffentlichen Nahverkehr auszubauen, Glasfaser-Internet auszubauen. Wir haben die einmalige historische Gelegenheit dafür und das Geld ist da. Lasst uns das tun und nicht die Steuern senken. Please. Das ist Philipps Appell, den er schon seit längerem macht. Ich muss dazu immer nur, wie soll ich sagen, so die, ein ganz kleines Tröpfchen Wasser in den Wein gießen. Das Geld ist nämlich sehr ungleich verteilt. Der Bundeshaushalt steht sehr, sehr gut da. Die Sozialversicherungskassen stehen auch relativ gut da. Deutlich schlechter sieht die Lage aus in Ländern und Kommunen. Das muss man sehr deutlich sagen. Bei den Kommunen ist es insbesondere so, dass es extreme Unterschiede zwischen Arm und Reich gibt. Das hängt vor allem zusammen mit der unterschiedlichen Gewerbesteuer. Wenn in einer Kommune ein Atomkraftwerk steht, dann kann da irgendwie, können die Bürgersteige mit Marmor gepflastert werden und drei Hallenbäder nebeneinander gestellt werden, weil einfach die Gemeinde im Geld schwimmt. Aber es gibt leider auch andere Kommunen, die leider überhaupt gar kein Geld haben. Gerade so im Berliner Umland, im Speckgürtel, gibt es da auch extreme Unterschiede. Die eine hat ein großes Gewerbegebiet und weiß nicht, wohin mit der Kohle, und in der anderen ist der Kindergarten kaum zu bezahlen. Also in anderen Worten, im Prinzip ist Geld da, aber es ist ungleich verteilt, und das ist ja gerade dann eine zentrale Aufgabe des Bundes, hier für vergleichbare Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu sorgen. Und da, auf diesen Punkt kommen wir gleich nochmal zurück, denn an vielen Stellen ist genau das die Frage, darf der Bund sich finanziell engagieren? Genau. Aber zurück zu unseren GroKo-Plänen. Ganz kurz, weil noch als kleine Erkläreinführung, weil es immer so heißt Sozialversicherer. Was sind eigentlich Sozialversicherer, warum die Geld? Damit ist gemeint die Rentenkasse und die Krankenkassen. Und wenn so viele Leute arbeiten wie jetzt und einen Job haben, zahlen die natürlich auch, wenn sie angestellt sind, alle Beiträge in die Rentenkasse und in die Krankenkasse. Sprich, bei denen ist viel Geld da, die haben etliche Milliarden plus in der Kasse. So, das nur nochmal dazu, so der Zusammenhang. Jetzt aber zurück zu den GroKo-Plänen. Ja. Also, da ist festgelegt worden, entgegen der Absichten der SPD, keine Steuererhöhung. Ja, das heißt mit anderen Worten, diese Steuer für Besserverdienende, ne, die sie ein bisschen dazu dienen sollte, die Schere zwischen Arm und Reich wieder so ganz bisschen vielleicht zu schließen oder jedenfalls ein weiteres Öffnen dieser Schere zu vermeiden, diese Schere, die es ja gibt, das können wir jetzt nicht im Detail nochmal ausführen, aber man kann das an ganz vielen Statistiken nachweisen, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer in Deutschland, und daran wird sich also nichts ändern, wenn die GroKo-Pläne so umgesetzt werden, weil, wie gesagt, ein Einstieg in ein bisschen mehr Umverteilung geblockt wurde, mutmaßlich von der Union, wie stark die SPD dafür gekämpft. Genau. Ja, genau. Was aber immerhin passieren soll, was ein ganz kleines bisschen in diese Richtung geht, die Abgeltungssteuer soll abgeschafft werden. Die Abgeltungssteuer ist ein weiteres von vielen, vielen Steuerprivilegien für Reiche. Das führt nämlich dazu, dass bestimmte Einnahmen bislang nicht etwa mit dem persönlichen Satz von häufig über 40% bei der Einkommensteuer veranlagt werden, sondern nur mit 25%. Der Himmel weiß warum, soll vor allem eine Verwaltungsvereinfachung bringen, führt aber dazu, dass, wie gesagt, besonders wohlhabende Menschen insbesondere deutlich weniger Einkommenssteuer zahlen für ihre Zinserträge. Das wird jetzt abgeschafft, aber die Abgeltungssteuer wird weiterhin gelten für Spekulationsgewinne. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit Aktien Spekulationsgewinne erzielt oder Dividendenerträge erzielt, dann werden auch diese weiterhin nicht dem persönlichen Einkommensteuersatz von gut 40%, glaube 43, 45, je nachdem, unterworfen, sondern weiterhin nur diesem günstigeren von 25%. Da sieht man sehr deutlich, das trägt eben doch weitgehend die Handschrift der Union. Ja. Da ist so ein ganz kleines bisschen sozialer Puder drauf, aber das bringt letztlich nicht so wahnsinnig viel. Auch nochmal klar zu sagen, ne, wenn du sagst, soll abgeschafft werden oder wird abgeschafft, wir reden hier über die Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen. Ja. Und genau, das muss man immer dazu sagen. Da kommt also dann noch ein Koalitionsvertrag eventuell, und ob davon dann wirklich alles so umgesetzt wird, ist auch nochmal fraglich. Also das ist immer mit sehr viel Salz versehen und sehr viel Konjunktiv, aber das ist das zumindest, was hier erstmal vereinbart wurde. Entlastung soll es laut dieser Ergebnis der Sondierungsverhandlungen nur geben, steuerlich, indem ein Teil des Soli gestrichen wird. Also die Rede ist so davon, dass Menschen, die weniger als 60.000 Euro im Jahr verdienen, kein Soli mehr zahlen müssen. Der Soli sind also diese 5,5% Aufschlag auf die zur Einkommenssteuer. Und 60.000 Euro, das würde so bedeuten, dass 90% der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen keinen Soli mehr zahlen. Das klingt erstmal viel. Tatsache ist, dass das ungefähr die Einnahmen durch den Solidaritätszuschlag halbieren würde. Also von jetzt so plus minus 20 auf dann 10 Milliarden Euro. Das heißt, Steuerzahlerinnen,
die weniger als ungefähr 60.000 Euro verdienen, würden insgesamt 10 Milliarden Euro weniger Steuern zahlen, wenn das hier alles so umgesetzt wird. Klingt auch wahnsinnig viel. Wenn man sich aber mal vor Augen hält, dass eben es in Deutschland so Pi mal Daumen 40 Millionen Steuerzahler, Steuerzahlerinnen gibt und man dann halt sagt, okay, von die Hälfte dieser Steuern wird halt von den oberen 10% bezahlt, dann und man dann diese 10 Milliarden Einsparung auf den Rest verteilt, dann merkt man, da bleibt für den Einzelnen, für die Einzelnen nicht mehr so wahnsinnig viel an Einsparung über. So, ne? Nee, der Punkt ist halt einfach, dass der Soli ja ein Aufschlag ist auf die Einkommensteuer, die man sowieso schon zahlt. Und Menschen, die wenig Einkommensteuer zahlen, die einfach, also quasi arm sind oder jedenfalls nicht besonders gut dastehen wirtschaftlich, die zahlen eh kaum Soli und dementsprechend bringt ihnen diese Einsparung auch nichts. Mit anderen Worten, die einzigen, die davon wirklich profitieren, sind mittlere und höhere Einkommen, wobei es da jetzt eben dann irgendwo eine Kappungsgrenze geben soll. Auch das, muss man ganz offen sagen, ist zwar eine Steuersenkung, aber man kann nicht davon ausgehen, dass die irgendein einen Effekt in Richtung Umverteilung haben wird. Und genau dasselbe gilt für den letzten Punkt, den wir uns mal rausgepickt haben aus diesen Sondierungen im Bereich Wirtschaftspolitik, nämlich das Kindergeld. Da ist die Rede davon, dass Kindergeld und Kinderfreibetrag angehoben werden sollen. Und dazu muss man sagen, auch das Kindergeld und der Kinderfreibetrag sind bisher relativ absurd geregelt. Denn wenn man das mal durchrechnet, ist es so, dass gut verdienende Menschen mehr Geld pro Kind bekommen als weniger gut verdienende Menschen. Das liegt daran, dass das Kindergeld ein Festbetrag ist und der Kinderfreibetrag oder quasi steuerliche Wirkung dieses Kinderfreibetrags davon abhängt, wie viel Geld man verdient hier, weil der Kinderfreibetrag quasi abgezogen wird vom zu versteuernden Einkommen. Ist natürlich im Detail alles noch ein bisschen komplizierter und das führt halt dazu, dass man für diesen Kinderfreibetrag von 7.000 noch ein paar Euro quasi Einkommensteuer spart. Das ist im Grundsatz auch vom Bundesverfassungsgericht so vorgegeben, weil nämlich das Existenzminimum von Kindern nicht mit der Einkommensteuer belegt werden darf. Das führt aber im Ergebnis dazu, dass weniger gut gestellte Menschen im Jahr circa 6.000 und ein paar Euro Kindergeld bekommen, sehr reiche Menschen aber über 9.000 Euro Steuern sparen. Und da muss man sich wieder an den Kopf fassen. Also wenn man sich diese Zahlen einfach mal anschaut, dann sieht man halt einfach, wie viele Dinge in Deutschland leider so geregelt sind, dass sie wohlhabende Menschen bevorzugen. Und das Kindergeld ist ein weiterer Punkt, wo das so ist. Und das würde durch diese GroKo eben weiter fortgeschrieben. Es wird beides zwar erhöht, ein bisschen mehr Geld für Eltern, was ja eine gute Idee ist, aber diese soziale Ungerechtigkeit im bisherigen System wird nicht angegangen. Nee, genau, also um das noch zu sagen, Plan ist sozusagen ab Juli 2019 um 10 Euro pro Monat und Kind das Kindergeld zu erhöhen. Und wie gesagt, derzeit ist es 194 Euro, wird dann halt 204 Euro sein. Aber da würde ich auch sagen, einerseits diese Ungerechtigkeit mit dem Steuerfreibetrag, aber andererseits eben auch die Ungerechtigkeit, dass dieses Kindergeld einfach alle bekommen. Alle. Egal, ob sie es brauchen oder nicht, ob du viel Geld hast oder nicht. Du kassierst einfach deine rund 200 Euro pro Monat pro Kind. Fürs Zweite gibt es ein bisschen mehr. Aber ob du das brauchst oder nicht. Und das sind, 2016 waren es 34 Milliarden Euro, die fürs Kindergeld ausgegeben wurden. Ich glaube, 2017 waren es noch ein bisschen mehr. Das ist also substanzielles Geld, was eigentlich in die richtige Richtung fließt, nämlich Förderung von Kindern und Familien. Aber so verteilt wird, dass es eigentlich schon wieder wenig Sinn macht. Sondern da würde man sagen, Leute, also, weißt du, am bestimmten Einkommen brauchst du einfach dieses Geld nicht. Das führt nicht dazu, dass du weniger Kinder kriegst oder mehr Kinder kriegst. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube, da gibt es auch viele Studien, die das sagen, sondern nehmt das Geld und steckt es zu den Leuten, die es wirklich brauchen. So, ja. Wobei man wirklich so sagen muss, ne? Also ganz frei ist der Gesetzgeber nicht, weil das Existenzminimum von Kindern eben von der Einkommensteuer freigestellt werden muss bei den Eltern. Das ist schon vorgegeben. Mhm. Aber natürlich, wenn das quasi die Rahmenbedingungen sind, die Karlsruhe setzt, dann müsste man es doch so ausgestalten, dass schlecht verdienende Eltern entsprechend mehr Kindergeld bekommen, dass sie also quasi mindestens so stark profitieren wie wohlhabende Eltern und nicht weniger. Ja. Also das ist ein Punkt, den ich überhaupt nicht begreifen kann. Nächster Punkt, Philipp. Ja. Mieten und Wohnen. Ja. Auch ein spannendes Feld. Auch ein spannendes Feld. 1,5 Millionen neue Wohnungen sollen entstehen. Man denkt so, ja, nice. Und wie? Steht nichts drin. Oder? Das ist wirklich geil. Es ist so ein bisschen wünscht dir was, ne? Also der Bund soll sich irgendwie mehr engagieren im Bereich sozialer Wohnungsbau, aber wie das ganz genau passieren soll, steht da nicht. Es sollen eigentlich ein paar Grundstücke zur Verfügung gestellt werden, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die so quasi Grund und Boden des Bundes verwaltet, teilweise jedenfalls, soll nicht mehr ausschließlich an den Meistbietenden verkaufen und das soll sozialen Wohnungsbau erleichtern. Das ist natürlich ein sinnvoller Ansatz. Finally, würde ich sagen. Finally. Weil das ja
ja, das Problem ist ja, dazu kann ich auch euch nur einen anderen Podcast nochmal ganz warm ans Herz legen, alternativlos. Ein Interview mit André Holm, der sollte hier mal Staatssekretär für Wohnen in Berlin werden. Ist ein, war er auch. Oder war er auch. Aber Minister, haben wir nur ein paar Wochen. Sehr, finde ich, kluger Forscher zu diesem Thema. Der hat da mal ausführlich dargelegt, wie man das so machen könnte mit dem Wohnen und dem billiger Wohnen. Und ein Punkt war halt, man muss erstmal zusehen, dass Grundstücke günstiger werden. Weil wenn das Grundstück schon sauteuer ist, dann ist es wirtschaftlich, marktwirtschaftlich schon gar nicht mehr möglich, irgendwie einigermaßen günstige Mieten anzubieten, weil es einfach nicht geht, weil du dieses Grundstück schon bezahlen musstest. So, ne? Und wenn man dann sagt, okay, wir haben, der Staat, sei es jetzt Land, Bund, Kommune oder Bund, haben Grundstücke und wir verticken die nicht einfach mehr an den Meistbietenden, sondern wir wollen ein Konzept, das irgendwie sicherstellt, dass auch Menschen mit weniger Einkommen dort irgendwie schön wohnen können und vergeben das dann, auch wenn der oder diejenige weniger zahlt, dann finde ich das schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Das ist absolut richtig, bin ich auch sofort dafür. Das einzige Problem ist, Wohnungsbau ist natürlich wichtig, auch um die Mieten auf Dauer vielleicht zu drücken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin extrem skeptisch, dass Wohnungsbau alleine dazu führen wird, dass Wohnungen billiger werden. Denn mal ganz ehrlich, solange es nicht ein Überangebot von Wohnungen gibt, ja, dass also Vermieter ihre Wohnung nicht mehr erfolgreich vermieten können, gibt es doch überhaupt keinen Anlass, nicht die Mieten so hoch wie irgendwie möglich zu treiben. Mit anderen Worten, Wohnungsbau ist quasi theoretisch, abstrakt eine super Idee, auch gerade und aus der Perspektive Mietpreis. Aber bis davon irgendetwas tatsächlich auf dem Mietmarkt ankommt, ja, gerade in den Städten, wo die Zuwanderung alle Erfolge beim Wohnungsbau im Zweifel wieder auffrisst, da wird es doch noch sehr, sehr lange dauern, wenn überhaupt der Wohnungsbau da irgendwie was an den Preisen tut. Und deswegen ist von zentraler Bedeutung dafür, wie die Mietpreise tatsächlich da sind, die berühmt-berüchtigte Mietpreisbremse, ja, in der Lage auch schon verschiedentlich diskutiert. Und dazu muss man sagen, steht im Ergebnis der Sondierungsgespräche nur, diese Mietpreisbremse wird überprüft. Mit anderen Worten, wir bilden mal einen Arbeitskreis und der redet man darüber und was dann am Ende passiert wird, ist auch schon klar, denn die Union will auf gar keinen Fall, dass die Mietpreisbremse wirkt. Wie gesagt, die ist ja in einer Sparvariante in der vergangenen Legislaturperiode schon eingeführt worden. Wir haben in der Lage vielfach diskutiert, warum sie nicht wirkt. Wir haben auch gesagt, was passieren müsste, damit sie wirken könnte. Das aber, wie gesagt, scheitert am Widerstand der Union und wenn man dieses Sondierungsergebnis sich anschaut, hat sich die Union auch in diesem Punkt durchgesetzt. Eine Mietpreisbremse, die wirklich etwas bringt, dürfte es damit die nächsten 4 Jahre auch nicht geben. Dann kam natürlich der wichtige Punkt Bildung. Da gibt es ein paar Lichtblicke, könnte man sagen. Und zwar soll es eine Investitionsoffensive geben. Der Bund soll Kommunen helfen dürfen. So, ne? Ja, ich finde, das muss man schon sagen. Also der Bildungsbereich ist der Teil in dem Sondierungspaper, wo ich sagen würde, das macht irgendwie Sinn. Da ist auch irgendwie so ein Wille zur Gestaltung erkennbar. Denn da muss man sagen, da treffen sich die beiden Parteien quasi auch so, wie soll ich sagen, die aus unterschiedlichen oder die drei Parteien, die beiden Blöcke, die ja aus unterschiedlichen ideologischen Richtungen kommen. Ne? Für die SPD ist Bildung halt immer ein ganz zentraler Punkt, um sozialen Aufstieg zu gewährleisten. Es hat in den 70ern, 80ern auch ganz gut funktioniert. Und für die Union ist Bildung auch wichtig, weil sie sagt, die Wirtschaft funktioniert nicht, wenn die Leute nicht gut ausgebildet sind. Insofern, da treffen sich die beiden und insofern kann man in diesem Teil des Konzepts, denke ich, sehen, dass da wirklich ein Wille zur Gestaltung da war. Finde ich erfreulich. Ein großes Ärgernis, finde ich, in diesem Punkt immer, ist dieses sogenannte Kooperationsverbot. Was also besagt, dass der Bund den Ländern also nicht helfen darf. Eigentlich sind ja für die Schulen und die Bildung im Kern die Länder zuständig. Denen fehlt aber häufig das Geld und auch der Bund hat ein großes Interesse an einer besseren Bildung, an neuen Schulen, an besseren Schulen, darf aber nur sehr, 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 sehr limitiert, sagen wir mal, Geld aus Bundeskassen an die Länder überweisen oder auch direkt, sagen wir mal, Bildungsprojekte finanzieren. Gibt da so ein paar Wege, aber im Kern ist das verboten. Und steht dann was dazu drin, ob dieses Kooperationsverbot aufgehoben werden soll? Ja und nein. Also die Koalitionspartner, die möglichen, sind sich einig, dass dazu eine Änderung des Grundgesetzes nötig ist. Das war ja einer der zentralen Fehler der Föderalismusreform Mitte der 2000er. Gab mehrere, aber einer dieser Reformen, dass ein Kooperationsverbot ins Grundgesetz geschrieben wurde auch noch. Und auch in Zukunft soll das nur teilweise aufgeweicht werden. Also zunächst mal braucht man dafür natürlich eine Mehrheit von 2/3 im Bundestag und Bundesrat. Das heißt, da müssten auch Oppositionsparteien mitmachen. Ich habe es nicht genau nachgerechnet, aber ich meine, ohne die Grünen jedenfalls funktioniert es nicht. Und außerdem gibt es aus vielen Ländern da auch massiven Widerstand. Aber gehen wir mal davon aus, man schafft das. Dann soll der Bund auch künftig vor allem Schulbauten
nicht aber Lehrerstellen bezahlen dürfen. Das ist natürlich auch schon viel wert, wenn man sich anschaut, wie es um die Infrastruktur der Schulen in Deutschland bestellt ist. Aber ob das reichen wird, ich bin skeptisch. Aber jedenfalls geht es in die richtige Richtung, dieses Kooperationsverbot mal abzuschaffen. Das finde ich eine sehr gute Idee. 2 Milliarden sollen für ein Ganztagsschulprogramm aufgelegt werden. Eltern, Kinder sollen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter erhalten. Auch gut, wenn es denn so kommt. Der nächste Punkt ist Gesundheit, Pflege, Renten. Ja. Da muss man deutlich sagen, totale, komplette Niederlage der SPD. Ja. Bürger, also wenn du mal das, im Bereich, ja. Wenn man mal nach Bürgerversicherung durch dieses 28 Seiten PDF googelt, sucht, taucht da nichts auf. Das muss man so deutlich sagen. Also die Bürgerversicherung taucht nicht auf. Mit anderen Worten, die Große Koalition, wenn sie denn so käme, würde an der bisherigen Zweiklassenmedizin, Stichwort gesetzliche versus private Krankenversicherung, überhaupt gar nichts ändern. Und natürlich war jetzt mit der Union auch nicht zu erwarten, dass es sowas geben würde wie den Big Bang, ja, dass man quasi reinschreibt, private Krankenversicherung gibt's nur noch 3 Jahre. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, aber es gibt auch keinen Einstieg in den Ausstieg aus dieser Zweiklassenmedizin. Ja, man hätte ja mal drüber nachdenken können, wie man versucht auch hier die Schere gleichsam wieder so ein bisschen zu schließen. Ja, das wäre ja eine Idee gewesen. Man muss ja nicht schwarz-weiß denken. Man hätte ja einfach so quasi die richtigen Anreize setzen können. Zum Beispiel Einstieg in den Ausstieg aus der privaten Krankenversicherung. Man sagen können, man versucht mal die Leistung anzugleichen. Ja, bislang gibt es ja 2 völlig getrennte Systeme, wie Ärzte bezahlt werden und Krankenhäuser aus diesen unterschiedlichen Krankenversicherungssystemen. Das hätte man angleichen können. Man hätte sich auch überlegen können, ob man mal Anreize für Beamte setzt, sich gesetzlich zu versichern. Das geht bislang nur unter großen Schwierigkeiten und auch nur in manchen Ländern. All das passiert nicht. Bürgerversicherung kommt überhaupt gar nicht. Und nicht mal, sagen, wir wollen drüber reden oder nachdenken. Nicht, oder gar nichts. Soll, ne? Also ja, das, ja. Ja, da steht die Union wie eine Mauer, da geht überhaupt gar nichts und das ist schon ganz traurig. Immerhin, kleiner Punkt, Philipp, ja? Genau, immerhin soll es wieder eine gleiche Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer geben. Das war ja zuletzt nicht so. Da haben die Arbeitgeber ein bisschen weniger in die Krankenkasse gezahlt als die Arbeitnehmer und ja, das soll jetzt wieder so kommen. Das ist sicherlich gut. Arbeitnehmerverbände, Arbeitgeberverbände stöhnen, da seien Investitionen in Gefahr und hohe Belastung, aber ich denke, das werden sie verkraften können, das war ja auch schon früher so. Und eben, das muss ja immer mal sein, ja. Das ist jetzt ja keine soziale Revolution, sondern das war ja immer so, bis SPD und Grüne das mal irgendwann abgeschafft haben, ich meine so ums Jahr 2000 rum. Insofern, das ist eigentlich nur ein Zurück auf den, eigentlich seit Gründung der gesetzlichen Krankenversicherung in den späten 19. Jahrhundert mal vorgesehenen System. Gut, dann, aber auch im Bereich Gesundheit gibt es Gott sei Dank wenigstens hier und da ein paar Lichtblicke im Sondierungspapier, nämlich deutlich höhere Investitionen in Krankenhäuser. Was ist denn davon zu halten? Ja, das ist aber nicht so das Problem, sondern es sind eher die Fallpauschalen, die wir ja auch schon angesprochen haben und vor allen Dingen Personalmangel und Personalschlüssel. Also, dass man einfach heute noch nicht festgelegt hat, beispielsweise, dass in einer bestimmten Station, sagen wir mal, eine Schwester, ein Pfleger nur x Leute betreuen darf. So, ja, dass man somit die Pflegequalität erhöhen könnte, etc. Also ich glaube, diese Investition ist nicht schlecht, aber die Probleme in den Krankenhäusern, die liegen noch woanders. Genau. Es nimmt nämlich, das Problem haben aber auch immerhin die Sondierer erkannt. Es steht so als Schlagwort auch drin, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne im Gesundheitsbereich. Da muss man aber wieder sagen, dass das zwar gut klingt, aber konkrete Schritte unklar sind. Da muss man wiederum dann sagen, Fairness, es ist ja auch noch kein Koalitionsvertrag. Die konkreten Schritte können ja auch nochmal ausdefiniert werden. Aber bislang liest sich das so, als wenn die eigentlichen Probleme, ja zum Beispiel das Prinzip der Fallpauschalen, ja wo jeder Patient nur noch Geld kostet, der länger als x Tage im Krankenhaus liegt, solche grundsätzlichen Probleme oder eben Personalschlüssel werden bislang nicht angegangen und es ist zumindest zu befürchten, dass das in einem echten Koalitionsvertrag auch nicht besser ist. Ja, zumal wenn man sich mal anguckt, welche Punkte denn wirklich sehr detailliert ausgearbeitet sind. Es gibt ja ein paar, die in diesem Ergebnis sehr detailliert ausgearbeitet sind und das sind aber in der Regel Anliegen der Union. Also diese Obergrenzengeschichte und so, das ist schon ziemlich detailliert dargelegt, was da passieren soll, was da nicht passieren soll. Die Camps auch, so, was da passieren soll. Die Camps auch und so, aber so
Da ist auch übrigens geplant bei den Camps, da fällt mir gerade ein, da habe ich total aufgestöhnt, da steht auch drin, die Justiz soll in die Camps verlagert werden. Und da muss ich mir mal vorstellen, wie soll denn das laufen? Soll da irgendwie so eine Art Schnellgericht, so eine Art Schnellverwaltungsgericht in so einem Camp arbeiten? Da kommen dann, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, da kommen dann irgendwie morgens 3 Verwaltungsrichterinnen angefahren mit ihrem Auto und kriegen dann so einen Stapel Akten auf den Tisch und jetzt entscheidet mal bitte schnell über Asylverfahren. Ich weiß nicht, wie das gedacht ist, dass die Justiz in diese Camps verlagert werden soll. Keine Ahnung. Dann sagen Sie noch, im Bereich Soziales soll das Rentenniveau von 48% bis 2025 festgeschrieben werden. Also 48%, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Das ist, wenn ich das richtig sehe, bedeutet das, du kriegst von deinem letzten Netto 48%? Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie sich dieses Rentenniveau berechnen soll. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, wenn ich ganz offen bin. Aber es wäre jedenfalls nicht die Welt. Und man muss ja sehen, dass die Renten auch grundsätzlich sich eben gerade nicht nach dem letzten Netto berechnen, sondern es ist ja ein Beitragssystem. Das heißt also, man kriegt Punkte für die Beiträge, die man so sein ganzes Leben lang bezahlt hat. Und insofern, wie sich das umrechnen lassen soll in 48%, weiß ich auch nicht. Also hier steht, ich habe es ganz kurz, das Standardrentenniveau bezeichnet das Verhältnis zwischen der Standardrente und im Durchschnittseinkommen der Erwerbstätigen im selben Jahr. Mhm. So, also es ist nicht auf individuell gemünzt, sondern eher so über die ganze Bevölkerung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, aber okay. Das ist natürlich trotzdem nicht viel. Ne? Nee, das ist nicht viel. Also auch wenn Sie das jetzt halten wollen, ich meine, das ist natürlich seit Jahren schon das Mantra, dass man mit dieser gesetzlichen Rente allein nicht hinkommt und dass man natürlich privat vorsorgen muss, soweit das eben geht. Aber das sei hier auch nochmal all unseren jüngeren Zuhörern und Zuhörerinnen ins Gebetsbuch geschrieben, fangt an zu sparen. Und zwar, wenn es nur 10 Euro im Monat sind oder 50, ihr werdet mit der Rente, die ihr da irgendwann mal aus dieser staatlichen Rentenversicherung bekommt, keine großen Sprünge machen können. So, ne? Das ist zu befürchten. Man kann ja vielleicht noch allgemeiner dazu sagen, oder fangt an, Altersvorsorge zu betreiben. Es muss ja nicht unbedingt irgendein Rentensparplan sein. Nee. Interessanterweise ist es nämlich so, dass die allermeisten Rentenversicherungen wirtschaftlich total unattraktiv sind, weil ja die Versicherungsfirmen auch was dran verdienen wollen. Also es spricht auch vieles dafür, sich zum Beispiel, wenn man das wirtschaftlich irgendwie stemmen kann, sich eine Eigentumswohnung zu kaufen und die dann eben 20, 30 Jahre abzubezahlen. Ne? Das kann also wirtschaftlich viel sinnvoller sein. Gut, dafür musst du aber Eigenkapital haben. Ne? Also, ja, natürlich muss, ja, aber ich meine, da gibt's ja jetzt schon auch Modelle, wenn man anfängt zu arbeiten, dass man sich ein bisschen was leiht von der Mutter und, ne? Also wir wollen da in das Thema nicht einsteigen, das schweift dann wirklich total ab. Ich wollte nur sagen, bevor man jetzt irgendwie Geld in irgendeinen Sparplan steckt, sollte man sich sehr gut überlegen, ob das eine gute Idee ist, gerade diesen Sparplan zu wählen. Jedenfalls der zentrale Punkt ist, fangt an zu sparen, wie auch immer. Ja. Ja. Und sei es irgendwie bei einem Online-Dienstleister ETF-Fonds irgendwie 20 Euro im Monat. Da ist auch nicht schlecht. Das sammelt sich an und das ist ein Start. Also, ne? Okay. Soweit, innere Sicherheit. Vielleicht noch ein Punkt, der SPD wahnsinnig wichtig war, jedenfalls die solidarische Lebensleistungsrente, was auf Deutsch bedeutet, eine Art Minimalrente für Menschen, die mindestens 30 Jahre gearbeitet haben. Es gibt ja inzwischen viele Menschen, die so schlecht verdienen in ihrem Leben, dass sie selbst nach 30 Jahren Arbeit eine Rente angespart haben, die unter dem Hartz-IV-Satz liegt, ja, also unter dem Existenzminimum. Und deswegen, und das muss man schon ehrlich sagen, ist im Ansatz ein sehr, sehr schönes Konzept, zu sagen, wer 30 Jahre gearbeitet hat, der soll nicht schlechter dastehen als Hartz IV und der soll auch nicht mehr ergänzend Hartz IV beantragen müssen. Hat die SPD in diesen Verhandlungen jetzt durchgesetzt, steht im Sondierungspapier. Aber, und das ist wieder ein wunderschönes Beispiel dafür, wieso diese GroKo für die SPD jedenfalls immer und für die Anliegen, für die sie steht, eine Riesenpleite ist. Die Union hat wie so oft auch hier wieder Fußangeln reinverhandelt, die im Ergebnis dazu führen, dass das Ganze überhaupt gar nichts bringt. Wie gesagt, die Idee bei der Lebensleistungsrente ist, wer eine schlechte Rente kassiert, weil er so schlecht verdient hat sein Leben lang, soll nicht Hartz IV beantragen müssen. Sagt die SPD, haben wir jetzt durchgesetzt. Die Union aber hat durchgesetzt, dass auch bei dieser Lebensleistungsrente eine sogenannte Bedürfnisprüfung durchgeführt werden muss. Das heißt, die Leute müssen dann quasi dasselbe machen, als müssten sie Hartz IV beantragen, um die Lebensleistungsrente zu kassieren. Sie müssen zwar nicht Hartz IV beantragen, aber sie müssen genau dasselbe machen, als würden sie Hartz IV beantragen. Ganz genau. Sie müssen denselben Striptease machen, sie müssen dieselben finanziellen Opfer bringen, also keine Ahnung, irgendwelche Wohnungen, die sie vielleicht besitzen oder Autos oder was auch immer verkaufen. Ja, diese ganzen Schikanen, die man eben mit Hartz IV-Beziehern macht, und sollen eben auch analog durchgeführt werden bei der Lebensleistungsrente. Und da muss man ganz ehrlich sagen, mir will
wirklich nicht einleuchten, wie man eine solche Lebensleistungsrente, die de facto zwar Rente heißt, aber vom ganzen Management her, von der Verwaltung her Hartz IV 2.0 ist, wie man das noch als Fortschritt verkaufen kann. Aber Chapeau für die Union, ne, die zwar formal, das muss man einfach mal sagen, die sind halt einfach wahnsinnig gute Machtpolitiker. Die haben formal zwar der Lebensleistungsrente zugestimmt, haben aber in der Sache durchgesetzt, dass sich gar nichts ändert. Respekt. Das ist, glaube ich, auch nicht viel anders im Punkt innere Sicherheit. Ich tippe das hier gerade mal rein. Unsere Kapitel. Ja. Innere Sicherheit. Ja, genau, innere Sicherheit. Ne? Also, die Sicherheitsbehörden sollen 1500 Stellen bekommen. Gut. Ja, zur Hälfte in Bund und Ländern. Nee, 15.000. Noch besser. So, 15.000, aber schwarz-rote Bundesregierung 7.500, okay, wie sie es machen, ist nicht gesagt, aber da würde ich sagen, dafür sind es halt Sondierungsverhandlungen. Dafür stehen halt Absichtserklärungen drin. Und ich finde, man kann ihnen das nicht in jedem einzelnen Punkt ankreiden, dass sie da nicht einen genau runtergebrochenen Plan auflisten, wie das denn im Einzelnen umgesetzt werden soll. Aber erstmal finde ich 15.000 neue Stellen für die Sicherheitsbehörden ist eine Forderung, die wir auch immer erhoben haben, vor dem Hintergrund von Ermittlungspannen etc. und Sicherheitslöchern hier und da. Macht's nicht mit Technik, macht's nicht mit Überwachung, macht's mit mehr Leuten. So, und ja, das ist im Grundsatz eine gute Idee. Ja. So, ne? Dann, nur das Problem, ja, das ja. Problem ist eigentlich, würde jetzt sagst, natürlich kann man jetzt noch nicht erwarten, dass es gleichsam den Detailgrad eines Gesetzentwurfs hat. Das Problem ist eben 15.000 neue Stellen in Bund und Ländern, aber die Hälfte soll eben in den Ländern geschaffen werden. Dafür ist der Bund gar nicht zuständig. Wie soll denn das laufen? Soll da jetzt irgendwie, sollen da 7.500 Stellen in den Ländern vom Bund bezahlt werden? Ja, das soll es da Zuschüsse geben oder wie hat der Bund sich das gedacht? Also man muss schon ehrlich sagen, richtig, man kann auch nicht erwarten, dass alles bis ins Detail auch buchstabiert ist, aber ja, es sollten doch zumindest Vorschläge gemacht werden, wie es im Grundsatz gehen könnte. Und das ist bei diesen 7.500 Stellen in den Ländern alles andere als klar. Nee. Okay. Dann vielleicht, haben wir. Vielleicht lassen wir ein bisschen können wir das kürzen. Vielleicht genau. Der letzte Punkt, der finde ich noch ganz spannend. Abwehr von Cyberangriffen, meinst du? Ja, das sollte man noch, das klar, sollte man noch erwähnen. Immer eine gute Idee, sagen wir mal so, sich dagegen zu wehren, ne? Aber wir haben da auch oft schon drüber geredet, das eigentliche Problem ist halt irgendwie schlechte IT-Sicherheit, ne? Wir haben es letztens mit diesem besonderen Anwaltspostfach gehabt. Wir haben es mit allen möglichen Lücken zu tun gehabt, auf die wir oft hingewiesen haben. Wir haben oft geschildert, welche Maßnahmen es da geben könnte, dass man, wenn öffentliche Stellen irgendwie Software entwickeln lassen, dass sie natürlich das als Open Source machen müssen, damit auch andere drauf gucken können, die sich dafür interessieren und möglicherweise ihre Kompetenz drauf werfen können, etc. etc. Dass es vielleicht eine Verpflichtung gibt, irgendwie Sicherheitslücken nicht zu horten, um sie als Sicherheitsbehörde vielleicht irgendwann mal selber ausnutzen zu können, sondern eine Pflicht geben muss, sie zu veröffentlichen, damit irgendwie die Verantwortlichen diese Lücken auch stopfen können. Zu all dem steht dazu nichts in dem Papier. Nee, das ist das Problem, ne? Also es ist nur ein Beispiel für diese Law-and-Order-Politik oder sagen wir diese Oldschool-Sicherheitspolitik, die hier gemacht wird, ne? Man glaubt, Cyberangriffe kann man am allerbesten dadurch bekämpfen, dass man mehr Polizeibeamte und vielleicht auch noch ein paar Verfassungsschützer drauf ansetzt. Und da muss man halt sagen, das ist ehrlich gesagt zu kurz gedacht, das ist irgendwie so die Sicherheitspolitik der 90er Jahre. Das Problem ist doch nicht, natürlich haben wir auch da viel zu wenig Polizeibeamte, ja, das ist schon richtig, dass man da investieren sollte, aber das alleine wird nicht reichen, wenn man sich überlegt, dass die allermeisten Angreifer eben in Sibirien sitzen oder auf den Cayman Islands, ne? Und da kann man so viele Polizeibeamte einstellen, wie man will, wenn die Computersysteme löchrig sind wie ein schwarzer Käse, dann wird man auch die Cybersicherheit nicht substanziell verbessern können. Klima- und Verbraucherschutz ist das nächste große Thema, auch das relativ enttäuschend, also dieses nationale Ziel, auf das sich die Bundesrepublik ja seit langem verpflichtet hatte, nämlich bis 2020 den Ausstoß von Treibhausgasen um 40% im Vergleich zu 1990 zu senken, das wird nicht erreicht werden, das wird verfehlt werden, das erstaunt viele nicht, aber nun ist es halt auch mehr oder weniger offiziell. Diese Handlungslücke zur Erreichung des Klimaziels wollen wir so schnell wie möglich schließen, ja, heißt schön. Heißt ja. Es da. Die Frage ist aber wie und alle, die sich damit beschäftigen, sagen Kohleausstieg, 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 bitteschön, Braunkohle beenden, weil das sozusagen eine billige Energie ist, weil eben CO2 keinen richtigen Preis hat, aber sie ist einem wahnsinnig klimaschädlich.
Aber auch dazu gibt es kein konkretes Datum, sondern es soll nur eine Kommission einberufen werden, die ein Ausstiegsdatum aus der Braunkohleverstromung bestimmen will. Ja, wo ich sagen würde, Leute, das ist heute zu wenig. Das geht einfach nicht. Man kann sich da nicht 2018 hinstellen und sagen, ja, wir gucken mal wann und so mal sehen, ob wir da raussteigen und dann uns auch noch, das steht hier jetzt nicht bei uns drin, aber das gibt es ja auch noch, uns nochmal zum Verbrennungsmotor irgendwie ja bekennen und dass das ja irgendwie der Way to go ist. Das ist zu wenig. Ich finde, das kann man nicht machen und dann nur sagen, wir wollen irgendwie diese Pariser Klimaziele erreichen und wir bemühen uns. Und da gibt es einfach in der Wissenschaft auch zu viele Erkenntnisse schon, wie das erreicht werden kann. Und da könnte man wirklich konkrete Maßnahmen in sowas reinschreiben. Da muss man nicht lange nachdenken. Wenn man das denn will, gibt's das. Und das hätte man reinschreiben können. Und ich glaube, auch hier hat sich die SPD über den Tisch ziehen lassen. Wobei ich in Sachen Klimaschutz und Braunkohleverstromung jetzt von der SPD auch nicht so wahnsinnig viel gehört. Das muss man sagen, Philipp. Da glaube ich, das ist jetzt nicht so ein, wie soll ich sagen, über den Tisch ziehen, sondern da ist die SPD selber am Schwächeln und zwar wegen der Beschäftigten in der Braunkohle. Da ist man, und da hat man einfach auch Sorge um die zugegebenermaßen ja strukturschwachen Gegenden, ne, so rund um Aachen zum Beispiel, wo es in Nordrhein-Westfalen viel Braunkohlenverstromung noch gibt. Ich glaube, da waren die sich einfach furchtbar einig, dass man sich nicht mit diesen Leuten anlegen will. Ja. Und aber gut, auch zum Schluss im Bereich Klima- und Verbraucherschutz gibt es noch eine richtig gute Nachricht, nämlich die sogenannte Musterfeststellungsklage soll eingeführt werden. Das ist quasi sowas wie eine Sammelklage in den USA, ist nicht genau dasselbe. Wir können jetzt aus Zeitgründen nicht ganz genau darauf eingehen, worum es geht. Es soll aber immerhin erleichtert werden, sagen wir mal ganz vorsichtig, dass zum Beispiel Verbraucherschutzorganisationen für eine große Gruppe von Klägerinnen und Klägern bestimmte Schadensersatzansprüche geltend machen. Und da gab es in der letzten Legislaturperiode schon einen Gesetzentwurf, ein Vorschlag aus dem Bundesjustizministerium, der ist nicht umgesetzt worden. Das soll jetzt aber immerhin passieren und das finde ich jetzt schon mal erfreulich. So, und als letztes Thema Digitalisierung. Ist das auch hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt halt, sagen wir mal, Stichwort Breitbandausbau, theoretisch ja, aber da fehlt mir so ein bisschen die eindeutige Festlegung auf Glasfaser. Glasfaser wird da immer nur in Verbindung gebracht mit Glasfaser soll 5G verbinden sozusagen, also diesen neuen Mobilfunk. Und das finde ich ist schlecht. Wir haben das schon mal gesagt, Glasfaser ist da deutlich flexibler und zukunftssicherer und anbieterunabhängiger etc. Deswegen fände ich es halt besser zu sagen, wir wollen das mit Glasfaser machen. Stattdessen stützt die Bundesregierung sich da auf 5G, also Mobilfunk. Und auch dieser Ausbau soll zudem bezahlt werden aus diesen Versteigerungserlösen für diese Mobilfunklizenzen. Ja, die haben die Kosten, glaube ich, auf irgendwie 10, 15 Milliarden berechnet, wo ich sagen würde, na, das treibt dann wieder an anderer Ende die Kosten hoch. Ja, wenn du dann irgendwie möglichst viele aus diesen Versteigerungen für den Mobilfunk erlösen willst, dann wird der Mobilfunk natürlich entsprechend auch kosten, weil die Firmen das refinanzieren müssen. Sondern da würde ich sagen, hey, dann nimmt halt Steuergeld und baut Glasfaser, aber macht nicht sowas. Ja. Geld ist ja da, wie wir oben schon gesagt haben. Das ist wieder so. Genau wie im Bereich Schulbauten zum Beispiel, ist das hier so ein Bereich, wo man sagen würde, meine Güte, wenn da 38 Milliarden auf der hohen Kante liegen, wenn auch nicht alle beim Bund natürlich, warum gibt es denn eigentlich kein nationales Ausbauprogramm, wo ganz massiv Fiber to the Home, also Glasfaseranschlüsse bis in den Keller gefördert werden? Warum eigentlich nicht? Wo dem Staat der Kommune das Glasfaser gehört und dann alle möglichen Telekom, O2, hast du nicht gesehen, Telefonica, wer auch immer, darüber seine Datendienste anbieten kann. Ja, und genau. Mietet ein bisschen von der Glasfaser, aber das Ding selber gehört dem Staat, ist relativ wartungsarm, nicht so intensiv wie andere Techniken. Also das wäre eigentlich der Weg zu gehen, aber davon ist hier nicht zu sehen. Und das passiert vor allem deswegen nicht, weil die Telekom ja nach wie vor teilweise im Bundeseigentum steht. Und da gibt es einfach ganz enge Verquickungen, mal ganz vorsichtig gesagt. Die Telekom definiert also ganz maßgeblich die Breitbandpolitik, insbesondere im Bundeswirtschaftsministerium, und blockiert alles, was da in irgendeiner Art und Weise die Telekom und ihre Investitionen aus den letzten Jahrzehnten gefährden kann. Schrägstrich Kupfer.
Genau. / Kupfer. Genau. Ja, so viel vielleicht zum Ergebnis der Sondierungsgespräche. Ihr habt es schon gehört, es gibt eine Reihe von positiven Ansätzen. Im Großen und Ganzen sind wir aber, sagen wir mal, nicht begeistert von den Ergebnissen. Und nun ist die Frage, was soll damit weiter geschehen? Philipp hat es eben schon erzählt, am 21. Januar entscheiden 600 Delegierte auf einem SPD-Parteitag, ob diese Sondierungsergebnisse jetzt als Basis genügen für Koalitionsverhandlungen. Die Spitze der SPD trommelt ganz massiv für eine große Koalition. Allerdings gibt es eine breite Bewegung in der SPD gegen eine große Koalition, insbesondere auf dieser Basis, zum Beispiel die Vorsitzende von D21, das ist so eine relativ linke Gruppierung innerhalb der SPD, spricht sich ganz deutlich dagegen aus, aber vielleicht der am öffentlichkeitswirksamste Akteur ist der neue Juso-Chef Kevin Kühnert, der vor kurzem gewählt worden ist. Der trommelt bundesweit gegen die Große Koalition. Er hat jetzt eine richtige No-GroKo-Tour angekündigt, will also durch die Landesverbände ziehen. Und einen ersten Erfolg kann er auch schon vermelden. Es gab nämlich eine Abstimmung auf dem Landesparteitag der SPD in Sachsen-Anhalt. Und dort hat sich der Parteitag mit knapper Mehrheit gegen GroKo-Verhandlungen ausgesprochen, insbesondere mit der Begründung, dass mit der Union keine verlässliche Regierung möglich sei. Also da ist natürlich, das merkt man natürlich jetzt auch schon seit diese Verhandlungen oder die Ergebnisse publiziert wurden und überall nachzulesen sind, der Gegenwind innerhalb der SPD, der ist erheblich. Ja, also die SPD selber, viele an der Basis sind enorm enttäuscht von den Inhalten. Wir haben es gesagt, vor allen Dingen, weil sowas wie Bürgerversicherung nicht drin vorkommt etc. Wir haben die Punkte genannt. Und nun ist also die Frage, die CDU, CSU, die stehen da. Merkel sagt, ich will auf gar keinen Fall Minderheitsregierung. GroKo ist so the way to go. Das ist für sie sozusagen alternativlos. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist das so? Ja, also ja. Die SPD-Spitze will ja auch. Ja, die haben auch gesagt, ja, unbedingt. Das sind hier unsere Sondierungsverhandlungen, das ist das Ergebnis. Gabriel hat nochmal gesagt, ich bin stolz auf die Leute, haben sie gut gemacht. So, also mit denen würde die SPD-Spitze würde unter diesen Bedingungen, mit diesen Ergebnissen jetzt in Koalitionsverhandlungen gehen, das ein bisschen ausdifferenzieren und ausformulieren und dann in die GroKo gehen. So, jetzt kommt aber die Basis, nicht nur einmal, sondern zweimal. Einmal sollen wir Koalitionsverhandlungen überhaupt eingehen und dann wird dieser Koalitionsvertrag am Ende nochmal allen Genossen zur Abstimmung vorgelegt. Und dann ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn die dagegen sind? Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Bevor wir dazu kommen, würde ich noch ganz kurz sagen, was passiert denn, wenn das so kommt? Gehen wir davon aus, es gäbe eine große Koalition auf der Basis der Sondierungsergebnisse. Dann kann man sich im Grunde an drei Fingern abzählen, was dann bei der nächsten Bundestagswahl passiert, die ja quasi turnusgemäß 2021 anstehen würde. Dann müsste man leider sagen, die SPD hätte dann so gut wie gar nichts durchgesetzt, das irgendwie sozial klingt. Und also nach meinem Dafürhalten müssten wir dann bei der nächsten Bundestagswahl gar nicht mehr antreten. Also das ist aus meiner Sicht das Projekt, um die SPD von 20% auf 10-15% runterzudrücken, aber dafür die AfD auf 20% hochzuziehen. Warum eigentlich? Da gab es jetzt auch eine ganz interessante Studie, die hat das Handelsblatt zitiert in der vergangenen Woche, dass bei einer Fortsetzung der großen Koalition sehr wahrscheinlich die einzige Partei, die davon wirklich profitieren würde, die AfD wäre, einfach weil dieses weiter so wie bisher das Protestpotenzial in der Bevölkerung ganz massiv steigern würde. Und das kann man auch schon so auf Twitter beobachten, wenn man sich so anschaut, was jetzt führende AfD-Politiker twittern. Das geht ganz genau in diese Richtung. GroKo sagt weiter so wie bisher, die einzigen, die gegenhalten, sind die AfD. Das heißt also, wenn das so käme, dann würde die AfD gewinnen und die SPD abstürzen. Was bei der Union passiert, ist schwer zu kalkulieren. Auch weil die AfD größte Oppositionspartei wäre. Ganz ja, genau. Klar, die hätte natürlich enorme Präsenz, ja, weil natürlich immer auch bei Medienanfragen zum Beispiel, Regierung macht irgendwas, wen fragst du? Opposition. Wen da? Natürlich nicht die kleinste Oppositionspartei, sondern eigentlich ne, die mächtigste, größte Oppositionspartei mindestens. Ja. Und das ist dann in dem Fall die AfD. Muss man sich überlegen, die haben ja 93 Mandate im Bundestag, das ist eine riesen Fraktion mit entsprechend Hunderten von Fraktionsmitarbeitern mit unglaublich viel Geld. Das heißt, die könnten dann in der Tat deutlich wirksamer als Grüne und Linke zum Beispiel oder auch die FDP im Bundestag Oppositionsarbeit machen. Sie würden enorme Sichtbarkeit und letztlich auch Legitimität gewinnen. Also das scheint mir sehr, sehr gefährlich zu sein. Gleichwohl ist die SPD-Spitze der Meinung, das müsse sein, denn die einzige Alternative zu einer solchen großen Koalition seien
Neuwahlen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da lohnt sich wie so häufig nochmal ein Blick ins Gesetz, um zu prüfen, ob das überhaupt stimmt. In diesem Fall ein Blick ins Grundgesetz. Wir hatten den Punkt schon mal, aber es lohnt sich, den hier nochmal stark zu machen. Ganz kurz einhaken, wo du sagst Neuwahlen, ja. Das ist nämlich so theoretisch auch in der SPD nicht mehr. Hier Michael Müller, Regierender Bürgermeister in Berlin, hat das nämlich auch gesagt. Also so, wie die Ergebnisse da sind, geht das nicht. Und Neuwahlen so kurz- oder mittelfristig seien durchaus möglich. Ich paraphrasiere das jetzt mal, aber der Mann ist immerhin Chef des Bundesrats momentan und auch, glaube ich, im SPD-Parteivorstand, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja, ja. Also das ist jetzt kein Hinterwaldsgenosse, der also jetzt auch wieder öffentlich mal Neuwahlen ins Spiel bringt. Aber es gibt deiner Meinung nach eine andere Option. Ja, der letzte Punkt doch noch zu den Neuwahlen. Wenn man sich nämlich die Umfragen anguckt, würde man sehen, dass die Neuwahlen überhaupt nichts ändern würden an der Zusammensetzung des Bundestags. Also es gibt eine aktuelle MNET-Umfrage vom 13. Januar. Und wenn man sich das mal anschaut, dann landen quasi alle Parteien bis auf 1% bei dem Ergebnis, das sie bei der Bundestagswahl auch erzielt haben. Mit anderen Worten, Neuwahlen würden eine Menge Geld kosten, aber an den Kräfteverhältnissen im Bundestag so gut wie gar nichts ändern. Ich wäre dann Grünen ja für, gewinnen 2 Prozentpunkte, aber die FDP verliert 2. Aber das war's. Ich wäre ja für Jamaika. Können wir schön nochmal Jamaika machen, ja, das geht dann 4 Wochen, dann scheitert das vielleicht an der FDP und dann machen wir nochmal GroKo-Verhandlungen, aber erst Sondierung für die Sondierung und dann die Sondierung und dann Koalitionsverhandlungen, also ich glaube, damit kriegen wir 4 Jahre voll. Und dann Ich finde das süß, wie Philipp jetzt im Grunde sehr deutlich macht, dass das alles nicht der Weg ist. Aber das muss auch nicht. Neuwahlen sind einfach keine Lösung, weil sie nichts ändern würden. Die Lösung, finde ich, ergibt sich relativ leicht, wenn man mal ins Grundgesetz schaut. Zumindest lohnt es sich, um einfach mal quasi den Optionenraum zu erweitern. Es ist eben nicht alles so alternativlos, GroKo oder Neuwahlen. Das Grundgesetz schreibt ja ein sehr schönes Verfahren vor im Artikel 63, wie denn jetzt eigentlich der Bundeskanzler gewählt wird oder natürlich auch die Bundeskanzlerin. Der Bundespräsident Steinmeier muss jemanden zum Kanzler vorschlagen und dann stimmt der Bundestag ab. Merkel ließ natürlich die naheliegende Kandidatin als bisherige amtierende Bundeskanzlerin und die Kandidatin zugleich der stärksten Bundestagsfraktion. Merkel sagt, aber sie will nicht und gegen ihren Willen kann man sie natürlich auch nicht zur Bundeskanzlerin wählen. Sie müsste ja eine Wahl auch annehmen, aber Politik ist nun auch kein Wunschkonzert. Vielleicht muss man Angela Merkel einfach ein bisschen drängeln. Was nämlich? Also es heißt ganz kurz, sie will nicht, wenn es keine große Koalition gibt. Genau. Na, sie will natürlich Kanzlerin bleiben, klar, aber nicht ohne GroKo. Nicht ohne GroKo. Also wenn jetzt die SPD sagt, nee, wir machen keine GroKo, dann will Merkel auch nicht gewählt werden. Ganz genau. Und jetzt stellen wir uns mal vor, stimmt das überhaupt? Ich glaube ja persönlich, das ist einfach nur Show. Merkel will durchaus, sie will nur die SPD am allerliebsten eine GroKo zwingen, weil sie dann nämlich so komfortabel regieren kann, wie sie das die letzten 4 Jahre gemacht hat und dass dabei die SPD untergeht und die AfD gestärkt wird. Da sagt sich Merkel anscheinend, dann ist das halt so. Aber ich glaube, es ist alles überhaupt nicht alternativlos. Was nämlich, wenn, stellen wir uns das einfach nochmal vor, klingt verrückt, macht aber Sinn, sprechen wir jetzt drüber. Was, wenn Martin Schulz als quasi Kanzlerkandidat der zweitstärksten Fraktion im Bundestag sagen würde, Angela, wenn du nicht willst, dann mach ich es. Dann nämlich käme Angela Merkel ganz massiv unter Zugzwang. Wenn Martin Schulz sagen würde, wenn du nicht antrittst, liebe Angela, dann werde ich eben Bundeskanzler, dann ist sicher, dass er im Bundestag eine Mehrheit bekäme. Natürlich würde er keine absolute Mehrheit erreichen, denn es gibt ja keine Koalition in diesem Szenario, aber das ist auch nicht erforderlich. Im dritten Wahlgang nämlich reicht eine relative Mehrheit. Das heißt also, Martin Schulz würde, wenn Angela Merkel wirklich nicht will und im Bundestag abgestimmt wird, mit Sicherheit zum Bundeskanzler gewählt werden. Und das würde bedeuten. Also relative Mehrheit heißt die Mehrheit all jener, die eine Stimme abgeben. Nee, all jener. Genau. Relative Mehrheit. Stimme abgeben. Genau, einfach nur die meisten Stimmen. Es wird abgestimmt und ich meine, ich sehe gar keinen Gegenkandidaten. Ne? Vielleicht würde die AfD noch irgendeinen Showkandidaten aufstellen oder so. Aber im Prinzip, wenn Angela Merkel wirklich sagt, ich trete nicht an, wäre Martin Schulz der einzige Kandidat, der nahelege und würde dann auch mit Sicherheit zum Bundeskanzler gewählt. Wenn irgendwer von der Union dann aus der Deckung kommt und sagt, okay, wenn Angela nicht will, dann mache ich es, würde der natürlich gewählt. Dann gäbe es halt eine CDU-Minderheitsregierung unter Person X. Aber wenn das bei der Union so bleibt, dass sie es wirklich hart sagen, Minderheitsregierung machen wir nicht, dann würde Martin Schulz Bundeskanzler. Und jetzt spinnen wir doch dieses Szenario mal eine Weile durch. Ich glaube ja, das würde dazu führen, Merkel würde es doch machen. Aber spinnen wir es mal durch, wenn Martin Schulz tatsächlich Bundeskanzler würde. Was würde das bedeuten? Natürlich wäre das auf den ersten Blick ziemlich verrückt. Er ist noch nicht mal ein Vertreter der stärksten Fraktion. Und natürlich ist das Regieren ohne Koalition ein harter Job. Aber man muss ja mal eins sagen,
Martin Schulz könnte dann sämtliche Bundesministerien mit einer Spitze besetzen, die er sich aussucht. Das könnte er mit SPD-Mitgliedern besetzen. Er könnte aber zum Beispiel auch versuchen, eine überparteiliche Regierung zusammenzustellen. Mir fallen spontan eine ganze Reihe sehr, sehr guter Leute von den Grünen ein, zum Beispiel, oder von den Linken oder hier und da auch von der FDP, vielleicht sogar von der Union, die man an die Spitze von Bundesministerien setzen könnte. Die müssen da natürlich mitmachen, die könnten natürlich auch mauern, aber es wäre möglich, da ein sehr überzeugendes Personaltableau hinzustellen. Außerdem, wir haben es eben schon gesagt, außer der AfD hat keine Partei etwas zu gewinnen, wenn es Neuwahlen gibt. Auch die Union hat überhaupt nichts zu gewinnen. Das heißt also, diese Verweigerung einer Minderheitsregierung ist letztlich aus meiner Sicht nur eine taktische Drohung, eine leere Drohung, und aus dieser Alternativlosigkeit eigentlich ergibt sich zugleich ein starker Druck zu sachlichen Einigungen. Eigentlich haben alle Parteien im Bundestag, vielleicht mit Ausnahme der AfD, ein großes Interesse daran, dass es zu sachlichen Einigungen kommt und dass sie quasi bei den Bürgerinnen und Bürgern Punkte machen können. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt dazu. Martin Schulz hat sich bislang, muss man offen sagen, in Deutschland in den letzten Monaten nicht als besonders führungsstark dargestellt. Aber er hat eine große Erfahrung damit, Mehrheiten zu organisieren. Er hat nämlich viele Jahre als Präsident des Europaparlaments genau das gemacht. Dort gibt es ja keine formellen Koalitionen und deswegen musste er immer schauen, dass er für bestimmte Projekte Mehrheiten organisiert. Und wenn er eins kann, dann ist es das Organisieren von Mehrheiten bei unübersichtlichen Mehrheitsverhältnissen. Und wie gesagt, alle Parteien im Bundestag haben ein Interesse daran, sich zu profilieren. Und mal ganz ehrlich, wie geht das? Get shit done. Ja, indem man halt einfach vernünftige Entscheidungen trifft. Wenn man sich das mal genau anguckt, wie gesagt, Koalitionen, da gibt es alle möglichen Ausschließer und Verweigerer und so, das funktioniert alles nicht so richtig. Aber wenn man mal nach Sachfragen fragt, dann gibt es für bestimmte Projekte eine ziemlich klare Mehrheit im Bundestag. Nehmen wir nun mal hier eins unserer Lieblingsthemen in der Lage, Bürgerversicherung. Ja, Reform der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung hin zu einer einheitlichen Versicherung für alle. Sofort dafür die ganze SPD, die ganze Linke und die Grünen. Reicht natürlich noch nicht ganz. Sind ein paar Stimmen zu knapp im Bundestag, aber Teile der Union sind dafür und wohl auch die AfD. Denn jedenfalls, wenn man eine Mehrheit, wenn man mal befragt, eine große Mehrheit der AfD-Wähler ist dafür, einen Einstieg in die Bürgerversicherung zu finden. Also ich finde das ein interessantes Gedankenexperiment. Ich glaube, es scheitert nur an dem Punkt, dass es insofern unrealistisch ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Union, wenn die SPD einen Kanzlerkandidaten zur Wahl stellt im Bundestag, keinen Kandidaten aufbietet. Das kann ich mir glaube nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da alle sagen, ja, da ist der Martin Schulz, der wird jetzt zum Bundeskanzler gewählt, wir sind die größte Fraktion, so be it, let them wir do. Wir gucken zu. Ich glaube das nicht. Und da, ich glaube das auch nicht. Entweder würde das eine Revolution auslösen, dass tatsächlich irgendwie aus dieser zweiten Reihe von diesen potenziellen Kanzlerkandidaten da jemand sagt, ich mache Jens Spahn. Jens Spahn, genau. Und sagt, was ich aber auch für unwahrscheinlich sollte, ich würde dann sagen, dann tritt Merkel natürlich an. Und dann macht sie natürlich eine Minderheitenregierung. So, aber es wäre interessant, ich finde es insofern interessant, weil es der SPD einen Engel gibt, um mehr Druck auszuüben auf die Union. Zu sagen, hey, wenn wir uns hier nicht einigen, dann trete ich eben selber an als Bundeskanzler. Und dann kannst du antreten. Und dann wollen wir doch mal schauen. Und dann wollen wir doch mal sehen. So, ja. Finde ich interessantes Gedankenexperiment. Ich weiß nicht genau, ob Schulz dazu in der Lage ist, das wirklich in den Verhandlungen zu exekutieren, zumal sie sich ja jetzt schon in den Sondierungsverhandlungen auf ein paar Sachen festgelegt haben. Ja, und da jetzt wieder von runterzukommen, ist auch nicht so einfach. Ja, und jetzt. Da bin ich völlig bei dir, Philipp. Ne? Ich glaube, das zeigt im Grunde mal wieder, dass die derzeitige SPD-Spitze einfach taktisch nicht so wahnsinnig gut ist und sie sind insbesondere der Union taktisch unterlegen. Diese ganze Ausschließerei von Angela Merkel, ich mache keine Minderheitenregierung, ist eine völlig leere Drohung. Die Union blufft. Die Union blufft. Wie gesagt, sobald Martin Schulz sagen würde, ich trete als Kanzler an im Bundestag, hat Angela Merkel nur noch zwei Optionen. Ja, zugucken, wie die SPD die Regierung übernimmt oder selber antreten und eine Minderheitsregierung führen. So einfach kann das sein. Man muss es nur wollen. Und das ist das, was mich so ehrlich gesagt schockiert, vor allem als Bürger. Das ist noch nicht mal eine Frage meiner Parteizügigkeit, sondern das ist was mich als Bürger schockiert, wie wenig Wille zur Gestaltung da in der derzeitigen SPD-Führung da ist. Man lässt sich, das haben wir eben im Detail diskutiert, einer der Gründe, weswegen wir es so im Detail gemacht haben, ist, weil wir das nicht einfach nur behaupten wollten, sondern weil wir das zeigen wollten. Ja, man lässt sich von der CDU zu 99% über den Tisch ziehen, stimmt einem Sondierungsergebnis zu, das allenfalls, das ein großes schwarzes Feld ist mit kleinen roten Punkten und dann stellt man sich noch hin und sagt, das ist alles völlig alternativlos, weil sonst neu gewählt werden muss, Klammer auf, was nichts ändern würde an den Fraktionsstärken im Bundestag, Klammer zu. Das ist doch Gaga, ja. Wieso nutzt man nicht
nämlich diesen Engel, hast du eben gesagt, diesen Hebel, ja, um die Union unter Druck zu setzen und zu sagen, macht ihr doch mal eine Minderheitsregierung. Dann nämlich wäre die SPD-Fraktion im Bundestag die stärkste Oppositionsfraktion. Sie könnte soziale Projekte starten und sie könnte sogar versuchen, Mehrheiten zu finden gegen die Minderheitsregierung von Angela Merkel. Man könnte natürlich auch aus einer solchen Oppositionsführungsrolle heraus versuchen, eine Mehrheit zu beschaffen für eine Bürgerversicherung und zum Beispiel. Und da wäre wieder Leben in der Oder die Mietpreisbremse, ja? Also mal ganz ehrlich, die Mietpreisbremse ist doch genau so ein Ding. SPD, Linke und Grüne stimmen sofort zu und natürlich auch die AfD, denn sie ist ja eine im Großen und Ganzen eine Partei, in Anführungsstrichen, der kleinen Leute. Es gibt natürlich auch relativ wohlhabende Leute, aber wenn sich das soziale Profil der Wählerschaft anguckt, das sind doch zu 80% Leute, die zur Miete wohnen. Mit anderen Worten, hat man sofort auch AfD-Stimmen. Das stinkt natürlich zum Himmel, dass man sich eine Mehrheit mit denen beschafft, ist politisch nicht einfach zu verkaufen, aber meine Güte, ja, es geht ja auch nicht um eine Koalition, es geht ja darum, einzelne Projekte zum Vorteil des Landes voranzubringen. Und es wäre wieder Leben in der Bude. Da wäre Politik, wär Politik echt interessant, da hätten wir hier eine Menge zu berichten. Also ich finde das ein interessantes Gedankenexperiment und ich schicke das Martin Schulz mal auf sein Kassettengerät, dann kann er sich das anhören. Wir kommen aber unterdessen noch zu einem anderen Thema. Wir haben das so ein bisschen, ich will nicht sagen verschlafen, aber so ein bisschen links liegen lassen, dass ja vor kurzem hier eine Reihe von Menschen aus Berliner Knästen ausgebrochen sind. Das hat in Berlin für eine Menge Hohn und lustiger Tweets gesorgt. Und in dieser Diskussion, die wir jetzt so on detail nicht nochmal aufbrechen wollen, wer war da wann schuld und wer stand nicht auf seinem Posten und warum war da ein Loch im Zaun oder nicht im Zaun und warum fiel das so lange niemandem auf, dass die weg waren, sondern eher nochmal den Fokus richten darauf, warum eigentlich, sagen wir mal, viele Leute im Knast sitzen. Ganz genau. Das ist nämlich die spannende Frage da dran. Ganz genau. Und zwar viele von denen, die da jetzt ausgebrochen sind, beziehungsweise teilweise sind sie auch gar nicht rausgekommen, sondern einfach nur nicht zurückgekommen, ja, von einem Ausgang, weil sie im offenen Vollzug waren und so. Aber gut, jedenfalls viele von diesen Leuten, um die es da ging, waren nämlich gar keine richtigen Knackis in dem Sinne, dass sie eine Haftstrafe bekommen hatten, ja, vom Gericht, sondern viele von denen verbüßten sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen. Und was sind Ersatzfreiheitsstrafen? Na, das sind ganz einfach Geldstrafen, die diese Menschen aber nicht bezahlen konnten. Und dann tritt an die Stelle von einem Tagessatz ein Tag Haft. Also eine klassische Geldstrafe wäre ja 30 Tagessätze zu so und so viel Euro und die Höhe eines Tagessatzes bestimmt sich dann nach dem Monatseinkommen durch 30 geteilt. Na, zum Beispiel für einen Ladendiebstahl wäre so ein klassischer Satz in Berlin 20 oder 30 Tagessätze und dann würde man, wenn man das nicht bezahlen kann, eben 20 bis 30 Tage im Gefängnis verbringen müssen. Der Witz dabei ist, das ist natürlich extrem teuer. Ja, also es gibt da ganz viele verschiedene Berechnungsmethoden, aber so die Richtgröße ist etwa 100 Euro am Tag kostet ein Tag Haft. Ja, je nachdem, was man an Kosten mit reinrechnet. Das Gefängnis wird ja nicht quasi dadurch teurer, dass einer mehr drin sitzt an dem Tag. Insofern sind das alles fiktive Zahlen, wo man die Gesamtkosten eines Gefängnisses teilt, quasi durch die Hafttage. Aber man kann so rechnen, mit etwa 100 Euro kostet es einen Menschen pro Tag in einem Gefängnis einzusperren. Und wenn man dann überlegt, 20 Tagessätze Geldstrafe, entspricht also 2000 Euro Kosten für den Steuerzahler, um diesen Menschen einzusperren. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie kommt denn das eigentlich zustande, dass so viele Menschen zu Geldstrafen verurteilt werden? Und eine wichtige Rolle dabei spielt das Schwarzfahren. Ja, das machen sich viele Menschen gar nicht klar. Wenn man irgendwie mit der U-Bahn fährt und dabei kein Ticket löst, dann ist das nicht etwa nur so wie, wenn man sein Auto abstellt und keinen Parkschein löst. Ne? Letzteres ist eine sogenannte Ordnungswidrigkeit. Da bekommt man ein Bußgeld, keine Ahnung, 10 Euro, das zahlt man, ist die Sache vergessen. Beim Schwarzfahren hingegen begeht man eine Straftat. Das heißt also, da entfaltet sich so das volle Programm, das der Staat so bereithält, um Menschen zu bestrafen. Ja, man bekommt einen Strafbefehl oder sogar eine Anklageschrift, man wird dann verurteilt zu einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe und das passiert auch gar nicht so selten. Also im Bereich des Schwarzfahrens führt es zu fast 60.000 Verurteilungen pro Jahr. Ja, das ist so die jüngste Statistik aus dem Jahr 2016. 60.000 Verurteilungen und davon 3.500 direkt zu Haftstrafen. Ja, da bleiben dann etwa 55.000 Geldstrafen über. Aber viele von diesen Geldstrafen können nicht bezahlt werden. Denn warum lösen Menschen kein Ticket? Na, wenn sie es keine Kohle haben. Oder weil sie keine Kohle haben. Ja, das muss man halt einfach mal sagen. Die Menschen sind ja nicht alle jetzt irgendwie in dem Sinne kriminell, dass sie sagen, ich zahle bewusst nicht, sondern ganz viele Menschen haben halt einfach keine Kohle. Und kriegst du das sofort beim ersten Mal oder wie oft musst du das machen, damit du da in Haft wanderst, in Knast wanderst, weil du schwarz gefahren bist?
Das hängt total davon ab, in was für einer Situation du lebst. Also zum Beispiel die Berliner Verkehrsbetriebe stellen nicht sofort einen Strafantrag, sondern erst, wenn du dreimal erwischt worden bist. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt wirklich völlig verarmt bist, ja, weil du auf Hartz IV bist zum Beispiel und mit deinem Regelsatz nicht auskommst, vielleicht noch, weil das Amt dir den gekürzt hat aus irgendwelchen Gründen, oder wenn du zum Beispiel drogenabhängig bist oder ein Alkoholproblem hast. Es gibt dann ganz viele Menschen in schwierigsten sozialen Verhältnissen, die fahren halt leider sehr viel mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn, ohne dafür zu bezahlen, und die sind ganz schnell dreimal erwischt worden und zack, haben sie die erste Verurteilung durch ein Strafgericht erbacken. Und die Lage plädiert dafür, macht Schwarzfahren zu einer Ordnungswidrigkeit. Lasst es sein mit der Strafe, mit der Straftätigkeit. Genau. Also ich frage mich halt einfach, ist das wirklich so viel schlimmer als Schwarzparken? Ja, das ist, finde ich, ein sehr naheliegender Vergleich. Wenn man sein Auto irgendwo abstellt und keinen Parkschein löst, dann ist das finanziell häufig dasselbe. Oft ist es sogar noch teurer. Ja, also wenn ich in Berlin parken will an einer prominenten Stelle, bin ich auch schnell mal 5 Euro los. Ein Fahrschein bei der BVG kostet 2,80 Euro, glaube ich. Ne? Mit anderen Worten, der Schaden ist sogar beim Schwarzparken wesentlich höher als beim Schwarzfahren. Gleichwohl sind die Sanktionen unvergleichlich. Wie gesagt, ne? Geldstrafe, Freiheitsstrafe, das hat Eintrag im Bundeszentralregister, ja, Führungszeugnis mit Vorstrafe, auch nicht schön. Und was natürlich auch passieren kann, wenn man schon mal eine Freiheitsstrafe bekommen hat und gerade zur Bewährung draußen ist, dann kann eine neue Verurteilung wegen Schwarzfahrens, ja, muss man sich mal reinziehen, wegen Schwarzfahrens zum Widerruf der Bewährung führen. Also habe ich als Richter noch nie gemacht, muss man auch nicht machen, aber ich habe schon verschiedenen Akten gelesen, dass Kollegen das allen Ernstes gemacht haben. Und insofern würde ich sagen, die sozialen Folgen dieser Strafbarkeit des Schwarzfahrens sind so gravierend, da muss ganz dringend was passieren. Und insofern freue ich mich sehr, dass der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt, Disclaimer, quasi mein Chef, ja, dass dieser die Berliner Justizsenator jetzt da auch eine Initiative gestartet hat. Ich bin mal gespannt, ob die sich durchsetzen kann. Man muss leider sagen, dass die SPD im Senat da noch wackelt und nicht hundertprozentig dafür ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gerade als Sozialdemokrat kann man aus meiner Sicht nicht dafür sein, dass Schwarzfahren eine Straftat ist. Wir blicken nochmal in die USA. Ich hatte das hier mal aufgeschrieben, weil wir da letztes Mal schon darauf hingewiesen hatten und das so ein bisschen nochmal ausführen sollten. Also Steve Bannon ist auf dem absteigenden Ast. Wir hatten das in der letzten Folge schon angedeutet, dass ihm offensichtlich große Geldgeber den Geldhahn zudrehen. Nun ist A, das passiert, und B, ist er auch noch bei Breitbart News rausgeflogen, also diesem sehr populären, reichweitenstarken Medienarm der Ultrarechten in den USA, das er lange Zeit geführt hat, und da ist er jetzt rausgeflogen aufgrund der Geldgeber, so dass er jetzt also das Weiße Haus verloren hat. Er hat seinen Freund Donald Trump verloren, weil er in diesem besagten Buch Fire and Fury sehr über ihn hergezogen ist, und seinen Schwiegersohn vor allen Dingen. Und nun ist er auch noch beim Breitbart rausgeflogen. Also erstmal sieht es aus, als sei Steve Bannon ein Typ der Vergangenheit. Aber wie gesagt, ich glaube, solche Leute sind schwer tot zu kriegen. Und aber erstmal hat er sozusagen seinen Einfluss und seine Reichweite verloren. Wir haben letzte Woche auch über dieses Buch ein bisschen gesprochen. Ich habe mir das mittlerweile mal gekauft, Fire and Fury. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Aber mich hat vor allen Dingen interessiert, dieses Bild, was da gezeichnet wird. Also ein wirklich völlig chaotisches Weißes Haus, voller Intrigen, Feindschaften, peinlichster Inkompetenz. Ja, dass Trump irgendwie um 18 Uhr mit einem Cheeseburger ins Bett geht und sich auf seinen 3 Screens irgendwelche Talkshows anguckt. Was ist davon eigentlich richtig und wie viel davon ist falsch? Und es enthält ein paar Fehler, aber wenn ich das so richtig gelesen habe, sind die nicht so fundamental, sondern das Bild, was da gezeichnet wird vom Weißen Haus, es ist schon in groben Zügen korrekt, und das macht das Ganze natürlich noch viel erschreckender, dass das wirklich ein einziges Tollhaus zu sein scheint. Was aber, finde ich, nochmal Anlass für den Hinweis ist, auf den wir meiner Meinung nach manchmal auch, sagen wir mal, den wir uns selber auch hin und wieder mal ins Buch schreiben müssen, ist, diese ganzen Diskussionen um Personalien und Peinlichkeiten und Inkompetenzen, ja, das stimmt, die muss man führen. Was da manchmal aber, finde ich, verloren geht oder ein bisschen aus dem Blick gerät, ist die Tatsache, dass eben weil dieses Weiße Haus so chaotisch ist, weil ein Präsident an dessen Spitze steht, der sich eigentlich für nichts interessiert, außer für Show-Effekte, außer der dann halt seinen Kabinettsraum irgendwie Studio nennt, weil er wie Kabinettssitzungen live übertragen lässt und da sitzt wie ein Showmaster und irgendwie sich dann am nächsten Tag nur freut über die Ratings, über die Bewertungen, die seine Show, Kabinettssitzung vom Vortag bekommen hat. Eben weil das so ist, glaube ich, haben untere Behörden, nachgeordnete Behörden sehr viel Spielraum.
und verändern am Fundament der USA eine ganze Menge, die lange, lange Folgen haben werden. Das kam ja auch in einigen Kommentaren raus, wurde uns auch angeschrieben bei Twitter und Facebook. Leute, da verändert sich eine ganze Menge. Es werden Regularien gestrichen, Sicherheitsregularien, die nach irgendwelchen, nach diesen Bohrinselkatastrophe im Golf von Mexiko eingerichtet wurden. Wir haben über vieles berichtet. Das wird so im Hintergrund gekürzt. Es werden Beschränkungen für Geschäftshäuser, für Businesses gestrichen und. All das passiert und wir sollten uns, glaube ich, manchmal nicht so sehr von diesem personalen Fronttheater irritieren lassen. Das war nochmal der Hinweis. Was denkst du dazu, Ulf? Würdest du unterschreiben wahrscheinlich, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich warte das jetzt mal so ein bisschen ab. Ja. Es gibt ja so allererste Anzeichen dafür, dass nach dem Weggang von Steve Bannon Trumps Politik vielleicht ein ganz kleines bisschen rationaler verlaufen könnte. Wir wollen das jetzt vielleicht nicht mehr ganz groß ausbreiten, aber ich bin so verhalten optimistisch, dass doch Steve Bannon da eine ganze Menge an, sagen wir mal, an Radikalisierung ins Weiße Haus gebracht hat und vielleicht wird es doch jetzt etwas besser. Ich meine, Trump ist nun eben Trump, ja, mit seinen bekannten Schwächen, aber ohne den, ich sage jetzt mal etwas polemisch, den kleinen Satan, der ihm ständig ins Ohr flüstert, könnte ich mir vorstellen, dass es etwas vernünftiger zugeht, denn er hat ja auch vernünftige, oder alles relativ, ne, aber vergleichsweise vernünftige Berater, wie zum Beispiel Jared Kushner, der ja, wie soll ich sagen, jedenfalls jetzt niemand ist, der bewusst irgendwie den Atomkrieg provozieren würde. Wir sagen kurz noch mal was in Richtung Brexit. Da kam diese Woche die interessante Meldung, dass Nigel Farage, ehemals nationalkonservativer Chef der UKIP-Partei und eben auch Galionsfigur derjenigen, die den Brexit vorangetrieben haben, Nigel Farage hatte diese Woche in einer Talkshow gesagt, so eine zweite Volksabstimmung über den Brexit, über den EU-Austritt Großbritanniens, das könnte potenziell sinnvoll sein. Da haben natürlich viele aufgehorcht, weil alle Brexit-Gegner so eine zweite Abstimmung über den Brexit eigentlich als einzigen Exit aus dem Brexit noch sehen. Ja, und Umfragen sagen auch, so eine zweite Abstimmung, die könnte uns da nochmal retten. Aber weiß ich nicht, inwieweit das valide ist. Die Regierung hat schon gesagt, eine zweite Abstimmung wird es auf gar keinen Fall geben. Keine Ahnung, ich weiß nicht, siehst du das, dass da jetzt noch eine Diskussion ausbricht über eine zweite Abstimmung über den Brexit? Also ich finde das ehrlich gesagt eine interessante Entwicklung. Natürlich hat Nigel Farage das nicht vorgeschlagen, weil er hofft, dass der Brexit noch zu verhindern ist. Und ganz im Gegenteil, seine Hoffnung ist, dass damit quasi ein Votum der Bevölkerung absegnet, selbst einen Brexit ohne vernünftiges Agreement mit der EU, also einen harten Brexit oder einen Brexit mit einem Agreement, das für das UK extrem negativ sein wird. Also Nigel Farage will natürlich den Brexit damit stärken. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich das tatsächlich auch als Exit aus dem Brexit nutzen ließe, ein solches Referendum, nämlich einfach dann, wenn quasi die Ergebnisse der Verhandlungen auf dem Tisch liegt, wenn man also nicht mehr abstrakt über diese Idee Brexit abstimmt, sondern wenn man darüber abstimmt, was ein Brexit konkret bedeutet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien sich halbwegs vernünftig darüber informieren, was tatsächlich der Brexit bedeutet, das zeichnet sich ja so ganz langsam ab, auch wenn wir noch nicht wissen, wie ein etwaiges Abkommen genau aussehen mag, aber es zeichnet sich ab, dass praktisch alle Menschen in Großbritannien große Verlierer sein würden, ja, mal ganz abgesehen von anderen Menschen in Europa, dann kann ich mir kaum noch vorstellen, dass es eine Mehrheit geben könnte für einen solchen Brexit. Es gab eine knappe Mehrheit für einen Brexit, weil alle im Grunde dabei gedacht haben, das wird so Candyland, wünscht ihr was? Und jetzt zeichnet sich ab, das funktioniert nicht und dass man für einen solchen Grusel-Brexit, jetzt mal etwas polemisch formuliert, dass man für einen solchen Grusel-Brexit eine Mehrheit finden kann, das kann ich mir kaum vorstellen. Insofern könnte das der Exit aus dem Brexit sein, ein solches zweites Referendum. Der Punkt ist nur, was bedeutet das denn dann eigentlich europäisch? Also es gibt aus Brüssel schon sehr deutliche Stimmen zu sagen, also so einfach geht das nicht. Ihr habt jetzt die Kündigung erklärt und in der Tat sehen das die europäischen Verträge auch so vor, dass nach dieser Kündigungserklärung, die eben im Frühjahr 2017 ja in Brüssel eingereicht wurde, eigentlich kein Exit aus dem Brexit mehr möglich ist, außer wenn alle anderen EU-Staaten das einstimmig beschließen und dann ginge das auch nur als Aufschiebung. Also eigentlich ist ein richtiger Exit vom Brexit nicht vorgesehen. Insofern würde das sehr spannende europarechtliche Fragen aufwerfen, wobei man sagen muss, wenn tatsächlich Großbritannien, ich sage jetzt mal, auf Knien nach Brüssel gerutscht käme und sagen würde, sorry, war alles eine richtig große Schnapsidee, wir wollen jetzt doch drin bleiben, dann würde sich mit Sicherheit ein Weg finden, das zu realisieren. Da bin ich mir sicher. Auf der anderen Seite sagen viele in Brüssel, liebe Leute,
Es kann halt auch nicht sein, dass ständig Mitgliedstaaten Hü und Hott und vor allem ständig mit dem Austritt winken, dann mal schauen, was sich rausverhandeln lässt und dann im Zweifel wieder einen Rückzieher machen. Das kann irgendwie auch nicht sein. Deswegen ist dieser Artikel 50 eben, in dem der Austritt geregelt ist, der Artikel 50 des EU-Vertrages eben auch so geschrieben, dass es eigentlich kein Zurück mehr gibt, wenn man einmal den Austritt erklärt. Also es wirft alles große Fragen auf, aber ich persönlich wäre ein großer Verfechter eines zweiten Referendums, weil ich glaube, dass das der einzige realistische Weg ist, diesen, aus meiner Sicht jedenfalls, diesen Wahnsinn eines Brexit noch zu verhindern. Ja, kommen wir zum Schluss nochmal. Bisschen Feedback kam ja wieder eine Menge rein. Dafür immer sehr interessant und befruchtend. Da gab es einen Hinweis darauf, so nach dem Motto Most Underreported, also ein bisschen unterbelichtetes News-Item, war hier der Anregung kam von jemandem, dass zum ersten Mal 100% Ökostrom im deutschen Netz war. Das ist in der Tat so. Am 1. Januar gab es zum ersten Mal 100% Ökostrom. Strom aus erneuerbaren Energien im deutschen Netz. Weiß jetzt nicht, ob das so eine epochale Meldung war, dass wir die hier unbedingt hätten behandeln müssen, aber so von dem Kontext der Sondierungsgespräche, Koalitionsverhandlungen, korreliert das schon so ein bisschen mit den Sachen, die wir oben hatten, nämlich Stichwort Braunkohle. Es ist einfach, das sind auch Zahlen, die diese Woche rausgekommen sind, weil im Norden eben so wahnsinnig viel Windenergie produziert wird und im Süden eigentlich die meiste Energie gebraucht wird, aber eben wenig erneuerbare Energie zur Verfügung steht, müssen häufig sogenannte Redispatches durchgeführt werden. Also wenn zu viel Strom im Norden produziert wird, werden da Kraftwerke abgeschaltet und in derselben Umfang im Süden wieder angeschaltet, um das Netz in der Balance zu halten. Und das kostet eben sehr, sehr viel Geld. Und seit neuestem ist es eben auch so, dass nicht nur im Norden dann konventionelle Kraftwerke runtergefahren werden, wenn zu viel Windenergie da ist, sondern es wird eben auch in erheblichem Umfang Windräder einfach abgebremst, sodass Ökoenergie nicht produziert wird. Und das liegt unter anderem daran, dass es einfach zu viel Braunkohle noch im deutschen Netz gibt, weil diese Braunkohlekraftwerke, in dem Fall, wenn zu viel Windstrom da ist, eben nicht so schnell runtergefahren werden können, weil sie total unflexibel sind. Und weil das dann eben schnell gehen muss, werden dann lieber die Windräder angehalten. Und deswegen ist halt nicht dauernd 100% Ökostrom im Netz, auch wenn das manchmal so sein könnte. Vielen Dank für den Hinweis. Dann gab es noch... Ein wichtiger Punkt dazu auch natürlich die Leitungswege. Ne? Es ist also einmal eine Frage des Redispatch, aber es ist auch eine Frage der Leitungswege. Wenn es leichter wäre, Strom von Norden nach Süden zu transportieren, dann würde auch deutlich weniger Redispatch erforderlich. Auf jeden Fall. Aber ich meine, diese Leitungen werden ja gebaut. Ne? Das dauert nur halt noch irgendwie, weiß ich nicht, 22, 25 irgendwas in der Gegend sollen wichtige Stromleitungen von Norden nach Süden fertig sein. Dann wird sicherlich auch der Bedarf von Redispatch weiter nach unten gehen, aber Abschaltung von Braunkohle wäre auch in diesem Sinne des Transports von der vielen Windenergie, die wir im Norden haben, in den Süden ein wichtiger Schritt. Dann gab es noch Hinweis, Feedback, viel Feedback, glaube ich, zu unserem Punkt muttersprachlicher Ergänzungsunterricht. Also diese Idee, dass Kinder von Einwanderern erst einmal, sagen wir mal, ihre Muttersprache vernünftig lernen. In Berlin ist das häufig Türkisch oder manchmal eben auch Arabisch. Und da war so ein bisschen bei uns die Diskussion ausgebrochen, ja, macht das denn überhaupt Sinn? Die sollen doch vernünftig Deutsch lernen. Warum bringen ihnen jetzt im Berliner Fall sogar noch Türkisch Staatslehrer das Türkisch bei? Macht das denn überhaupt Sinn? Und da gab es viel Feedback, Ulf. Ja, es gab insofern sehr viel Feedback, als wir ja da sehr skeptisch waren, ob das so funktioniert. Und da haben sich einfach sehr viele Menschen gemeldet, die entweder quasi zweitsprachlichen Unterricht selber unterrichten oder die selber zweisprachig aufgewachsen sind und dann dafür plädiert haben, dass wir das nicht so negativ sehen sollen. Also sie meinten dann, dass es einfach sehr vorteilhaft sein könne und dass es da auch eine ganze Menge Studien wohl gibt, dass zweisprachiger Unterricht die Menschen insgesamt nach vorne bringt, sage ich mal. Ne? Das ist den Spracherwerb nach vorne bringt, dass es auch generell die Intelligenz erhöhen kann. Insofern, wir wollten auch überhaupt gar nicht kritisieren, dass Menschen zweisprachig aufwachsen. Da kenne ich auch aus meinem Umfeld eine ganze Reihe Beispiele, wo das sehr gut funktioniert hat. Das war gar nicht der Punkt. Meine Sorge war, ich habe das vielleicht nicht deutlich genug gemacht, dass quasi dieser türkische Unterricht dann auf Kosten des Deutscherwerbs geht. Und das ist, glaube ich, wiederum, das wäre wiederum sehr ungeschickt, wenn es so käme. Natürlich ist es gut, wenn Menschen zweisprachig aufwachsen und dann beide Sprachen richtig lernen. Da will ich überhaupt nichts kritisiert haben. Ein Punkt ist uns
glaube ich, nur beiden wichtig, Philipp, nämlich die Frage, wer gestaltet diesen Unterricht inhaltlich? Und das war, glaube ich, auch der Hauptkritikpunkt, weswegen wir diesen Blog überhaupt aufgenommen haben, dass mit dem Deutsch und Türkisch war, glaube ich, also Nebenpunkt, der Hauptpunkt war, dass wir es für bedenklich halten, wenn die Türkei, ja, das heißt also derzeit das Erdogan-Regime, die Inhalte dieses Unterrichts bestimmt, die Lehrer auswählt und die Lehrer bezahlt. Das kann es, glaube ich, nicht sein, denn die nutzen dafür ja deutsche Schulen und schleichen sich so ein bisschen in deutsche Schulen ein auf diese Art und Weise. Und ich meine, man erwartet halt einfach, dass in einer deutschen Schule die Werte des Grundgesetzes vermittelt werden. Auch wenn sie, wie gesagt, freiwillig sind und nicht Teil des staatlichen Unterrichts. Aber ich denke, den Punkt haben wir letztes Mal deutlich gemacht. Wenn man zu dem Schluss kommt, und zu dem kann man ja kommen, dass Kinder mit zwei Muttersprachen oder zwei Sprachen auch ihre Muttersprache richtig können sollen, dann muss das zumindest aber dann vom deutschen Staat ausgeführt, unterrichtet und auch kontrolliert werden. Dann haben wir noch vielleicht als letzten Punkt eine interessante E-Mail, fand ich, von Renzo. Der hat Abitur gemacht letzten Sommer 2017 und sagt, er gönnt sich jetzt ein Gap Year, also eine Auszeit von einem Jahr, reist da durch Europa, macht Straßenmusik, spielt Saxophon. Finde ich übrigens also Saxophon wie auch immer, aber Gap Year, großartige Idee, kann man nur jedem empfehlen, weil die ja viele ja von euch auch jetzt schon mit 17 irgendwie Abitur machen. Also da nehmt euch lieber nochmal ein Jahr Zeit und macht irgendwas, so wie Renzo. Er reist zum Beispiel durch Ungarn und er hat uns was ganz Interessantes geschrieben, nämlich sagt er, hat er sich mit zwei Österreichern und auch Ungarn unterhalten, beide so, also alle so jenseits der 50, über Flüchtlinge und wie man die so integrieren kann und wie nicht. Und da sagt er, wir konnten in der Sache diskutieren über die Möglichkeit, Flüchtlinge zu integrieren, was dies kulturell verändern würde und warum man sich dazu verpflichten könnte etc. Dennoch stoppte der Ungar die Diskussion immer wieder mit den Worten, the European leaders have to accept our decision, sagt er. Also die europäischen Führer müssen unsere Entscheidung einfach akzeptieren, nämlich keine Flüchtlinge aufzunehmen. Und hiernach folgte meistens, sagt er, was mich zu eurem Podcast führt, ein Hinweis auf die ungarische Geschichte und die Unterdrückung durch die UdSSR. In der Diskussion ist natürlich noch mehr passiert, aber trotzdem fällt, sagt Renzo, ist das der entscheidende Punkt. Anscheinend ist insbesondere die Flüchtlingsthematik, welche die Gebiete der Kultur, Souveränität und des Selbstverständnisses berührt, ein Auslöser für eine Verhärtung und Verschiebung der Gesprächsebene. Also das referiert so ein bisschen zu dem Punkt, den wir damals anhand des Spiegelartikels gemacht haben. Ja, genau. Warum ist das so? Warum beziehen die sehr viel Geld, Polen jetzt, aber auch Ungarn? Warum sind viele in Umfragen tatsächlich für Europa, entscheiden sich dann aber, wenn es darum geht, die Leute zu wählen, für extreme Anti-Europäer? Und Renzo fühlte sich da an unseren Podcast erinnert und was wir sozusagen theoretisch erörtert haben, hat er in diesen Gesprächen wiedergefunden und er schreibt, nach diesem Gespräch schien es mir so, als ob man zwar in Themengebieten sachlich diskutieren kann, die Ergebnisse aufgrund der nationalen Verschränkung letztlich jedoch nicht greifen. Nach der, ne, wie er sagt, nicht repräsentativen Erfahrung von ihm, die er gemacht hat, fehlt eine Identifizierung mit der Europäischen Union, welche eher als elitäres und fiktives Konstrukt wahrgenommen und nicht aber als Staatenverbund, in dem Handlungen geteilt getragen werden müssen und Aktionen aufeinander einwirken. Ne? Folglich scheint eine Lösung, das Problem zu sein, Politik durch die Verschiebung von Geldern reicht allein nicht aus. Es müsse eine Möglichkeit geben, den europäischen Spirit auch für konservative Menschen im mittleren Ende ihres Arbeitslebens spürbar zu machen. Ja, das ist richtig. Das glaube ich sofort, dass es diesen europäischen Spirit eben einfach nicht hinreichend gibt. Das ist sicher ein Kommunikationsproblem auch quasi Europas. Da muss man vielleicht einfach mehr werben. Man muss aber auf der anderen Seite immer sehr deutlich machen, aus meiner Sicht, Demokratie bedeutet eben nicht, dass man mit der Mehrheit jede Scheußlichkeit durchsetzen kann. Menschenrechte sind eben einfach nicht verfügbar. Das ist die Grenze der Demokratie. Nicht verhandelbar. Nicht verhandelbar und auch nicht verfügbar für eine demokratische Entscheidung. Das muss man so deutlich sagen. Also es gibt einfach Grenzen dessen, was man auch mit einer 80-90-prozentigen Mehrheit im Parlament entscheiden kann. Und das wiederum, glaube ich, muss man sehr deutlich vermitteln. Es ist natürlich ein Problem, wenn das quasi so fast imperialistisch rüberkommt, wie das offensichtlich jetzt bei diesem Gesprächspartner unseres Hörers anklang, ne, der sich dann quasi fremdbestimmt fühlt. Aber das muss man einfach deutlich vermitteln. Das ist nicht etwa irgendwie Imperialismus Europas, sondern das ist einfach letztlich eine Frage der Menschenrechte, die nicht verhandelbar, nicht verfügbar sind, die einfach gelten. Und da, das ist keine Frage der Selbstbestimmung. Es gibt eben keine Selbstbestimmung ins Unrecht hinein. Und klar,
aber das ist natürlich ein Joker, den man nicht in jeder beliebigen Situation ziehen kann, sondern nur bei maßgeblichen Entscheidungen. Aber wenn man an eben quasi die Gleichschaltung des Verfassungsgerichts in Polen denkt, dann spätestens ist diese Grenze erreicht. Ob die schon erreicht ist bei der Flüchtlingsproblematik in Ungarn, da bin ich persönlich nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. So, ich denke, die Lage der Nation ist in diesem Fall ausführlich erörtert und besprochen, mit einem Schwerpunkt auf die Sendierungsgespräche, aber ich denke, das war thematisch durchaus gerechtfertigt. Und wir haben es am Anfang ja auch gesagt, wir wollten wirklich jetzt mal die Gelegenheit nutzen, um diese einzelnen Inhalte auch etwas darzulegen, damit ihr vielleicht am Ende der Woche beim Zusammenkehren und nochmal Revue passieren lassen, da auch wirklich da alles eine entsprechend gute Zusammenfassung findet. Vielleicht noch zum Abschluss ein paar zwei Medienhinweise. Die Chiara hat netterweise das Video von unserer Lage live in Hamburg beim Spiegel auf YouTube geladen. Wir haben das mit dem Smartphone aufgenommen, deswegen ist das Audio nicht so, wie ihr das kennt, aber vielleicht lohnt sich trotzdem ein Blick vorbei. Und wenn ihr da mit dem Lachen noch nicht fertig seid, empfehle ich euch noch den Kika. Da ging diese Woche bei Twitter, wir haben das hier etwas despektierlich benannt im Pad, ich formuliere es mal freundlich, dort gibt es ein Brust-Memory. Also ein Memory von weiblichen Brüsten beim Kika, dem Kinderkanal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wer das für einen Witz hält, der kann sich mal in den Shownotes den Link angucken, den wir da präsentieren. Ja. Skurril. Und ich würde sagen, Ulf, damit lassen wir es für diese Woche bewenden. Ich bin so ein bisschen kränklich, gehe ins Bett zurück. Genau. Du genießt dein Restwochenende und wir danken fürs Zuhören. Wir danken für die Unterstützung, für die Spenden, für die Abos und fürs Zuhören. Genau. Und sagen Bye-bye bis nächste Woche. Genau, einen schönen Start in die neue Woche. Alles Gute und auf bald. Ciao. Ciao.